Wenn dir ein Haus wollt verkaufen, braucht ihr eine Agence, die euch hilft. Professionell bereit, an der ihr bien en valeur setzt. Und noch als Käfer habt ihr den Anspruch, nicht durchschmiert zu gehen. Verlasst euch nicht auf den Zufall, wie an dieser Geschichte. Wir entschieden euch für den richtigen Partner, ihre zu spät. Abi Toussaint, eure Vertrauenspartner. Träumt ihr auch von eurem eigenen Haus? Aber ihr fehlt so ziemlich alles? Allianz des Artisans, Hausbau von A bis Z. Auch noch im Hausbau sind wir für Sturm mit SOS-Technik 24-7 für Groß- und Kleinarbeiten. Allianz des Artisans, am Handwerk sind wir daheim. Spielen, Matzhelfen. Bonne chance. Wir bringen Bewegung ans Spiel. Salles Lens. Moving people.
Und auch mal den wunderschönen guten Abend. Das ist der Lallinger Sportsaal. Guten Abend in der anderen des Championats 2018-2019 am Handball lanciert geht. Vier Matcher den Abend, natürlich auf dem nächsten Spieltag. Und das decidiert gehen auf Handball-TV, Hayobapar-TV. Die Match den Abend heute sie verdrohen, die natürlich der Spitzenmatch vom Abend. Das tischt engerseits Ash und andererseits die Red Boys. Beide Kippen und letztes Jahr ein bisschen enttäuscht waren, lohnt nicht so stark die ganze Saison über. Ash verletzungsbedingt Echter bei der Red Boys wäre, die Stadt Konstanz, die gefehlt hat. Und dann wäre es so, dass Kärsching Champion ging, der heute sicherlich mitkriegt. Kärsching, Diedling, Deferding, Bierschim, Ash, das sind nur sicher die Kippen, von denen permanent geschwärzt wird, dass sind die jetzt sind, die den Champion werden in der Zeit ausmachen. Kapeting zur sechsten Equipe in der Saison. Die Wirtschaft mit Schwarze Peting, die einen exzellenten Final Four der Saison gespielt haben. Am Frühjahr können sie ein Packe beizukommen, aber wer das mit Schöffling am Dickrisch sind, das wirklich nehmen Punktelieferanten oder können noch sie irgendwie an den Championat angreifen. Wir werden dann in den nächsten Wochen am Main gesehen. Den Oven der Ballefall, vier Matcher, wie gesagt, im Programm stehen. Kärsching Dickrisch, HBD Schöffling, Peting Bierschem, an wie gesagt, Ash Red Boys, für den heißt den Oven, die sie leer tun, den sie verdrohen. Bei mir sind in Oven zwei Co-Kommentatoren, Experten, wieder wild. Erstens mal den Sascha André. Sascha, guten Abend. Die Championat geht heute lanciert mit den Oven enger Spitzenparty, für den wir eben die sie leer tun, den sie verdrohen. Schön hat schon gesagt, die zwei Enttäuschungen von der letzten Saison sind die Kippen, die sich zurückzukaufen nur von einer Saison, die nicht so gelaufen war, wie sie statt hier gestartet hatten. Sie sind alle zwei warm. Ich meine, wir waren im Season Opening dabei, da kommt ich mit dem Manager von der Red Boys, aber Marc Fanciulli, dem Präsident von der Schwätzen. Das sind die zwei einzigen Equipen, die ganz klar gesagt zum mehr Champion gehen. Natürlich, die Kärschinger haben dadurch gesagt, dass es nicht an Cäsar gibt, für den Titel aufzugehen. Weil theologisch ist, kann ich da das Titel heranzuholen, also wir wollen nämlich die zweite gehen. Das wäre ein Nonsens. Diedling, Abierschem hat gesagt, wir müssen gucken, wie die Saison lebt. Wir wollen natürlich europäisch spielen, an denen als Ziel muss die erste Reihe ausgehen. Ich meine, wir haben als Experten haben wir auch gefreut für unter Cäsar. Fünf von unseren Experten haben erst weit vier gesehen und gesagt, das geht der Champion, das ist ja Top-Favorit. An dem einen, und das war richtig, gesagt, für Red Boys. Weil ich einfach der Meinung bin, die haben einen neuen Trainer gekriegt, der kein Unbekannten, nach den anderen noch Karabatisch trainiert wird. Den hat einen Druck, den Mann, den ist ganz ähnlich, das wie der Brestovac letztes Jahr. Eine Schmenge vom Charakter hier könnte viel besser zu der Equipe passen. Und ich war das hier noch nicht so geplant. Es könnte für mich sein, dass den Trainer da glücksvoll für die Equipe da geht. Aber Tom Mais haben sie auch eine Verstärkung gekriegt auf einer Position, wo sie letztes Jahr auch nicht so geglänzt. Und dann schmeckt ihn den Tom Kendern, den letztes Jahr zu Kärsching gesehen hat, der weiß, das war in der Kamatscha desideren. Und dafür schätzen sie ganz stark an. Und die sind einfach hot. Die wollen den Titel auf die Fall kriegen oder letzte Saison. Das war nicht ihr Anspruch. Und muss ich natürlich nur gucken, wie es geht. Und die Match ist auch schon ganz wichtig. Wenn man länger wiegt, war schon den Punkt mehr im Konto, ja nur für die Playoff. An den höchsten, den hält er käme. Lo, also natürlich, wir haben jetzt schon wieder gesagt, zu gucken, wie Red Boys erstens mal Konstanz dran bringt. Aber auf der anderen Seite, die Escher, die Blessier drin können abbauen an die Kipp. Sie hatten da ja letztes Jahr einen Sack voll, der schwer blessiert auch. Zu gucken, ob deren hier ein hundertprozentigen Leistungsniveau können erreichen. Ist schon ein Problem, dass man da immer eine Excuse auf Verletzungen schiebt. Natürlich, den die meisten Verletzungen holt, an der Playoff du hast geht Champion. Das ist ganz klar. Mit für einen Trainer ist es ganz wichtig, wenn du Verletzungen hast, die von der Bank anzubauen. Die Kaderin heute zuletzt, wo ich sie nicht mit das hätte Bass, den du sind dann nach 7-8 Hand drin, die auch keiner gesagt haben. Und du musst den Trainerin die richtige Entscheidung auch mal die Courage holen, eh für ein paar Minuten vom Terrain zu holen, dass auch die auf der Bank Spielpraxis kriegen, für Selbstvertrauen zu holen und dann eben an dem Moment, da wenn es dann länger frisch Blessure ist, um Terrain auch direkt da zu sein. Wenn sie keine Spielpraxis und das Moral nicht da, und dann natürlich, gerade am Playoff, wo du drauf gekommen hast, wurde noch gemerkt bei den Aschern und entschiedenen Situationen war die Moral bei den Spielern am Terrain nicht da, weil am Ende nahen dort ein Trainer hinten nicht genug Spielpraxis für Drogin wird. Ich meine, da sind Trainer gefragt, eben da die Courage zu holen, den anderen noch die Spielzeit zu gehen und da lief das. Die Saison haben wir nicht all den Experten, die wir die letzte Saison schon hatten, einen anderen E-Beikrit, den ja definitiv am Handball daheim ist. Die kennen sicherlich alle gut, wenn die letzten Jahre über den Handball zu bewegen hat, heute hier am Land Ben Zeimert, den zu Diedling gespielt hat.
Ben, schönen guten Abend. Wir haben hier die zwei Kippen hier angeschwert. Wir haben aber die drei anderen noch, die ja, aus sich von jeder Ränge, wo gesagt wird, die können mit dem Champion spielen. Diedling, Bierschem und natürlich der Champion Kersching. Wie schätzt du die Kippen an, wenn dann die Saison rangeht? Oh, ich meine, dass das Leistungsniveau von den fünf wichtigen Kippen ganz, nicht das ganz minimal an. Ich meine, du könntest immer auf der Form. Ich meine, doch Verletzungen spielen aber auch eine wichtige Rolle, weil wenn nicht, kann es ein volles Schiff werden, aber ein Problem gegen die große Kippe kriegen. Und ich meine, einfach, dass die starke Form entschieden ist. Und du musst ja gucken, wie du die meisten Punkte hält. Guck mal, die drei Kippen, denke ich, ja, du hast Kersching als Champion gehen, wurde Lo an der Supercup ob E-Goal gegen Pirschem verloren, wurde sich aber Lo an der Cup der Rupscher und natürlich weiter qualifiziert. Der Tisch mit denen ist definitiv zurecht. Natürlich mit Kersching als zurecht. Ich meine auch, dass sie den Ausfall von Tom Meiss, wo ich am Anfang gedacht habe, wo mich schwer ging auf ihre Schüler lassen und sie relativ gut kompensiert hat. Die neue Spieler, der Rahim, die fühlt sich immer besser in der Equipe zurecht, auch auf der Mittelposition. Die letzten Matches haben sie wirklich extrem gut gespielt und Spengen. Sie sind eh von den ganz großen Favoriten am Titel des Jahr. Dann ist natürlich Bierschem, du Bierschem, die am Supercup gegen Kersching gewonnen haben, mit einem neuen Trainer, dem Adrian Stott, der bekannt ist, dass er noch defensiv ganz andere Spiele lässt wie die anderen Trainerin. Können sie weiter die große kann ich aber nicht mehr so eine Überraschung sehen, weil das ist Lust haben, da zwei, drei Jahre, die sie so betitelt. Sie sind definitiv oben an denen Spitzenequipe nur kommen. Ja, also Bierschem, sie sind im oben nur kommen. Sie hat ein paar Jahre, wo sie sich eine neue Equipe aufgebaut mit vielen talentierten Jungen. Das ist schon auch teilweise gegen die gespielt, die sind richtig gut. Aber ich meine einfach, dass eine wichtige Situation, in denen die Jungen nach die Teenager-Erfahrung fehlt. Und das hat ihnen das letzte Jahr genick gebracht. Das kann ihnen das Jahr auch noch vielleicht ein bisschen zum Mangel gehen, aber so noch als wirklich mit Bierschem zu rechnen. Also sie müssen uns überraschen, aber vielleicht aus der Erfahrung aber zum Schluss die besten Fehler an der Ecke. Und dann natürlich dein Herzensverein, den HBD, den das letzte Jahr, ja, wenn ich so will, vielleicht an einer Minute am Championatsmatch den zweitletzten Spieltag in Bierschem quasi sich selber verschossen hat, für den plötzlich zu sagen. Wie gesagt Sie das, Saison? Ich meine, dass die Erfahrung, die sie das letzte Jahr gemacht haben, der Equipe gut getan hat, weil sie sind noch eine junge Equipe, die noch einen so kleinen Neuaufbau gemacht für ein paar Jahre. Ich meine, die Erfahrung, die sie das letzte Jahr gemacht haben, hat ihnen gut getan. Durchaus erlernen sie das Jahr viel. Sie werden das Jahr die Fehler, die sie das letzte Jahr gemacht haben, höchstwahrscheinlich nicht mehr machen. Ich meine, das war wichtig, dass das letzte Jahr das Champions-Titel nicht geholt hat. Ein Peiting, kann Peiting angreifen an den Nähen? Können sie konstant über den Saison bringen? Geht wohl schwer. Peiting kommt ganz schwer. Ich habe mit dem Explorer, die sie das letzte Jahr gemacht haben, gehofft, sie könnten die Equipe zusammenhalten. Das tut sie leider auch nicht fertig. Sie haben ein paar Spieler verloren. Wenn Weibel mit Studien, die Pivots, Träger und Tschechien, das wird ganz schwer für Peter. Ich meine, dass sie echt sich im Düsseldorf müssen darauf konzentrieren, für die sechsten Platz zu halten, wie dass sie erst denken können, eine B-Stellen dürfen. Ich meine, das wird ganz, ganz schwer für sie. Okay, voilà, dann ist das gedeckt für den Abend, die Championat mit einem guten Match zu lancieren. Ich meine, die zwei Kippen, die im Terrain stehen, die sind, das hast du ja gesagt, definitiv heiß auf die Saison. Nicht nur auf den Match, auf die Saison. Es sind alle zwei Jahre neue Trainer, Andrzej Gulbicki auf Seite von den Espera, von Bierschem River gewechselt. Aber wie gesagt, auf Seite von den Red Boys, der Jeremy Roussel, den der Brestover Jazat hat, kurz vor dem Anfang von der Präparation. Das heißt, da erwarten wir uns schon ein ganz, ganz interessantes Match. Und was gibt es als Pronostik für den Match auf? Deifer den gewinnt auf E-Goal. Deifer den gewinnt auf E-Goal. Seht ihr Sascha, was seht ihr Ben? Ich so ein Esch gewinnt auf 3 Goal. Esch gewinnt auf 3 Goal. Da so nicht mal einfach komme ich mal einen schönen, gerechten Remis. Und dann ist jeder zufrieden. Wir werden auf alle Fall die Kippe-Präsentation mitkriegen. Und da sind wir live für euch dabei, für euch den Match zu präsentieren. Und sie verdrohen. Thank you.
gerade unsere Mutter mit Preisherrschaft zu Lolling an der Sportzeit. Für das ein echtes Match vom Handballager und Besucher aus der Radboys von Dayfording. Dayfording spielt in der folgenden Aufstellung unter Nummer 2 Damir Riesig. Unter Nummer 6 Marin Knitz. Nummer 7 Erik Wanderscheid. Mutter Nummer 10 Allen Zeker. Nummer 11 Tom Meiss. Mutter Nummer 12 Sidi Zuso. Nummer 13 Damian Botinovic. Mutter Nummer 17 Juri Faber. Nummer 16 Sascha Mazzadori. Mutter Nummer 22 Aldin Zeker. Nummer 23 Daniel Scheut. Mutter Nummer 24 Peter Jukalovic. Nummer 25 Charlie Plantin. Mutter Nummer 33 Andras Potrisic. Nummer 45 Daniel Altin. Mutter Nummer 77 Jan Hoffmann. Trainer bei der Radboys aus dem Jeremy Russell. Und dann kommen wir zur Präsentation vom Handballer Jean-Do. Spielt die Nummer mit Matza Nummer 1, Reiko Milosevic. Matza Nummer 5, Tom Greyer. Nummer 7, Max Kohl. Matza Nummer 10, Sascha Bulli. Nummer 14, Christian Bock. Mutter Nummer 15, Dimitri Mitrea. Nummer 16, Petrus Bukovinas. Mutter Nummer 17, Elias Quisco. Nummer 19, Julian Kohl. Mutter Nummer 20, Stefan Felix Werde. Nummer 22, Mutter Nummer 23, Alexandros Vasilakis. Nummer 24, Luca Tomassini. Mutter Nummer 26, Mario Jeninic. Mutter Nummer 27, Moritz Barkov. Trainer vom Handballer, André Gulbicki. Der Matchleiter der Mitreier von Sabia Weber und von Danny Wanka. Die Damen und Herren, Amtsen vom Handballer von Fairplay, die spielen in der Equipe noch ein sportlicher Fairarbeit zu unterstützen und die Saison von den Arbeiten zu respektieren. Merci.
Voilà, Präsentation von den Equipen ausgemacht. Das heißt, es kann nur an den nächsten Sekunden umgehen, innert dem Arbitrage von den Arbiteren Vinquin und Weber. Ein Jungkoppel, ja, die Vertrauen geschenkt dann so einem doch schon aber nicht unwichtig Match im ersten Spieltag. Das ist ja auch ein gutes Zeichen für die Föderation, dass aber Leute haben drauf sind, junge Arbiteren, die ihren Mann stehen können. Guck mal, kann sehen, ob die Equipen, die auf den Terrain geschickt gehen, bei denen Red Boys, die den Abend White Boys sind, kriegen das Spieler das Vertrauen geschenkt am Anfang, dass, wenn der von links nur jetzt auf den Terrain guckt, den Daniel Scheidt, den Tom Mais, das neue Gesicht natürlich von Kerzing River kommt, den Dami Resic, ja, den ist unverwüstlich, einfach nicht zu ersetzen, den Joey Faber auf der anderen Halver, dann haben wir mit der Nummer 25 den Charlie Plantin und den muss in sich auch noch gewinnen, auf der Bahn dann an, damit Den neue Spieler, den Damir Batinovic, auf dem wir ganz gespannt sind an einem Goal, also den Peter Jakanovic, den hat Vertrauen kriegt am Anfang, dann hat direkt den 1-0 durch den Tom Kreier an der ersten Minute. Die Escher, die mit Tom Kreier angefangen haben, mit Christian Bock, mit Julien Kohn, den Laura Kommers für die Verteidigung, Mario Jelinic, ja, den größten Mann am Block, dann den Neuen, den Moritz Barko, den Kreisläfer, den Felix Werdel, den auf der Bahn spielt, und am Goal natürlich den Rajko Milosevic. 1-0 also noch eine knappe Minute, die gespielt ist. Gucken wir, wie die Kippen hier an den Match rankommen mit einem speziellen Armierk eben auf die Neuspieler. Das ist der Plantin, den wir hier gesehen haben, ein französischer Spieler, gesagt, den direkt den guckt mit Vitesse, da Löcher zu rappen. Dann haben wir, ob der mit, lo weiß den Unwert so gespielt gehen, den Damir Batinovic, ein Jugoslaw, den eben aus Frankreich kommt, zu Tremblay gespielt hat. Das heißt, das ist schon ein den aber Handball spielen können, Sascha. Die Verdinger haben sich auf jeden Fall ganz gut verstärkt par rapport zur letzten Saison. Sie haben auf diese Position sich verstärkt, wo die letzte Saison an entschiedenen Moment auch nicht so gut gelaufen ist. Und muss einfach nur gucken, wie die Equipe sich findet. Ein neuer Trainer, wie Mathieu Fiedrun erwähnt hat, der Brestovac, den die Equipe ein bisschen hängen gelassen hat, der Verein ganz plötzlich zu annonciert hat, dann eben nicht gerade glücklich Moment, dass er geht gehen. Das ist der neue Trainer, den Jeremy Russell hat dann eben die Spieler auch so vier von wie sie dann noch da waren. Er musste probieren, seine Philosophie dort zu Deiferding eben zu implantieren. Ich hatte mit dem Manager von den Deiferdinger, mit Patrick Reda, kurz das Gespräch auf dem Season-Opening, nur da war gesagt, das ist eine ganz neue Erfahrung für die Equipe, weil der Jeremy Russell ist ein ganz akribischer Trainer, den auf das kleinste Detail auch guckt, der ganz exakt schafft, dann immer angreift. Wir müssen einfach gucken, ob er dann die nötige Zeit hat für die Equipe, gerade schon auf dem nächsten Match, ob den Titelfavorit dann anzustimmen und dann eben dann noch auf den Terrain rüberzubringen, nur aus einer Philosophie, die ein ganz anderer ist, sicher wie Fiedrun. So, der Christian Bock, den hört mal direkt nur 2 Minuten hier direkt einen Aufgriff, den hört mal direkt eine kleine Pause, die so nicht viel gesehen war. Und die Ascher mussten dann gucken, ohne hier am Ugrewens zu gehen, den Sascha Pulli mit einem von Singen wirft innen aus der Hüfte raus. Und dann das jetzt nur um 3 Minuten, den Spielstand von 2-0. Das wird natürlich am Handball absolut gut nicht verhehen. Und du hast den Batinovic, den in erster Kehr scheiße geht, dann direkt mal vom Milosevic den Ball gehalten kriegt. Ja, das könnte vielleicht auch ein Match am Match sein. Jokanovic auf Red Boys Seite, gegen Milosevic auf Becher Seite. Das könnte auch Matchspiel entschieden gehen, wie die 2 Goalkippen hier an die Saison kommen. Also, wenn die letzte Woche Coupe d'Europe geguckt hat, von Kerzing gegen Serbe von Zeljecnik, hat er nicht gesehen, was der Goalkeep kann ausmachen. Der Krisogé, schwätzt du. Der Match an der zweiten Halbzeit mit seinen Arien praktisch lange du diese Idee hat gehabt. Den hat alle Ball einmal rausgeholt und die Kerzinger konnten dann ihren EK eben machen. 4 an den zweiten Tür von der EHF-Gruppe eben dann anziehen. Goalkeeper gehen halt immer mit wichtigem Handball, das geht immer mit schneller. Da geht es natürlich auch ganz interessant zu sehen, wie die taktische Maßnahmen, die für uns 2 Jahre entstanden ist, an einer Zwölle mit 6 Feldspielen, wo der Goalkeeper rausgeht, weil der Goalkeeper auch wichtig ist, weil, das haben wir auch schon mal im Championat gesehen, 4 schnelle Goal zu machen, und du eben auch ein bisschen Zielsicherheit zu holen. Hallo, Jovan. Kranovic, den dort hält. Der war frei. Können wir rangehen. Also der Junge ist schon ein paar Trainingsbilder von ihm gesehen, hat ein Video auf Facebook gepostet, gerade an der Woche. Also was den du im Training gesehen hat, was, wie den du sich bewegt hat, was für Bälle gehalten hat, das war sensationell. Vom 7 Meter am Ende
wie ihn dort trainiert wird. Also wenn er da ein bisschen rüberkriegt hat an dem Match, dann wird er sicher noch mehr wie ihn so ein Array machen, wie wir gerade gesehen haben. Das war den 3-0 durch den Bakko. Ja, das hat den Ball können mengen, dass er den Stürmerfall gewischt wäre. Beifabinger seit, als ich dann noch du ein bisschen beschwert gegen drüber, dass Stürmerfall durch 4 gelegen hat. Mehr in das nicht gepafft gehen, und so sagst den Moritz Bachko, ein Kreisläufer, der von Saint-Louis rüberkommt, der natürlich auch auf der dritten Position eine Verstärkung wert sind, weil den eben der Sascha Mazzadori eben noch verloren hat. Und den Gegner von den Abend, den eben bei Tret Boys rüber gewesen, dass das Hascher auch von den Entlastung nicht der nächste Kreisläufer war. Aber hier kommt doch halt mal vier Entlastung Sörgen an den Moritz Bachko. Das ist auch ein ganz gesunden, ganz kräftigen Tipp, den wahrscheinlich auch an der Verteidigung hier, den auf alle Fall sein Mann absolut steht. Die Hascher kommen ganz gut an die Party ran, und du gesehen, wie Madene geringt geht. Dann, das war am Menge ganz fair, der Tod, und das haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Und wir sehen natürlich, wann ihn den Jan Hoffmann vielleicht direkt ein bisschen wie hart angeht, dass den eventuell, der tut sich natürlich auch rundherum geschwert, bestimmt auch bis bei den Moritz Bach, wo es da durchkommt, dass den Jan Hoffmann also mal kann Nerven verlieren und dann seine Kippe schwächen, weil er einfach eine rote Karte kriegt, wenn es unbeherrscht. Aber auf alle Fall muss ich logisch sehen, in den nächsten 6 Minuten die Escher Verteidigung, die schenkt richtig zu stehen. Bachko, Jelinic an Kohn, das ist schon ein relativ solider Block da an der Mitte. Ob es der Fall ist, auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, dass die Dave-Dinger nach den anständigen Angriffen und durch den Ball auf der Porto-Schuss, Viertrum vom Hoffmann, mit Janger Schuss, die waren alle gut und noch nicht präpariert genug. Schöne Goal von Batinovic. Schöne Goal von Batinovic, den aber Viertrum noch schon nicht verschossen wird und zu schnell eine Menge nahe neben auf geschlossen wird. Ich meine, du musst die Dave-Dinger noch mehr platziert spielen, ganz klare 7 Meter, ja, war Handen drin, da gibt doch gar keine Diskussion. Geht doch nicht lange diskutiert an der Joey Faber. Kriegt er nach 2 Minuten dabei, das war relativ solid gepackt vom Joey Faber. Der sieht das hier am Ralenti, absolut doch gar keine großen Diskussionen. Natürlich sieht den vom Terrain muss, dass das nicht unbedingt so schlimm war, aber der Bitteren haben wir nicht gesehen. Wir haben nicht gesehen, hier am Replay, dass du einfach aufgepackt ginas an der Batinovic. Seht natürlich nicht zu Unrecht, dass hier ein Hajoreng Matt kriegt wird von Jelinic. Du musst ihn natürlich auch passen. Christian Bock geht da gegen den Jokanovic dahin. 4 D7-Meter am besten Fall heranzusetzen, und das bringt ihn dann noch fertig. Feier eint durch Christian Bock. Ja, die Escher sind gut an den Match rankommen, und das ist so. Treppos muss sich 4 noch ein bisschen fangen, aber das wird sicherlich auch schon ein Vor von der Zeit sein. Mal gucken, wie sie das spielen werden. So, nun haben wir die Situation, dass eben den Joey Faber die 2 Minuten kriegt. Die sieht es noch nicht um Bildschirm, mit dem Goal von der Red Boys als Eidel dafür aus den Kreisläufer, den 33. der Podversic rankommt, den natürlich 7 Tieren, 7 den anderen, lo werden rausgehen, wann er sieht, der Plantin, sieht er, den rausläuft, für den anderen dem Goki-Platz zu machen. Und ja, da probieren sie, am Klang durchzukommen, mit das ein ganz gut Verteidigungsarbeit von den Näschern. Du springst doch direkt den Andrzej Gulbicki, ob der das Kieper spricht, das natürlich. Am Remenka, der Goal Eidel, den Plantin, und lo als Zeitspiel angewiesen, hier treibt bei uns, wir müssen sie aufschließen, und der möchte Batinovic ganz gut. Der Tüse schön gespielt, ob 2. Ob ein Fan, du sagst, vom Jan Hoffmann geht der Batinovic dann Rietz Lange, dann schön dran. Ja, ob den Batinovic da war, jo, beim Season Opening, wo man auch die Diskussionsrunde über den Lützebäuer Handball hatte, war ja auch den Ernie Hoffmann ganz gespannt. Das schenkt schon definitiv ein Gewinn für die Verdinger zu sehen, und die Jokanovic hält den dort schön raus. Er war nicht allzu schlecht geschossen von Tom Kreier, der lang an der Lutschte mit den Jokanovic wird. Da schien den Aktion gemacht, und voilà, hat den schon seinen dritten Arena noch 8 Minuten. Boah, den du noch als 7 Meter gehen, den hat du leider nicht so viel gebraucht, weil du eben den Fehler gemacht hast. Mit den Jungen hat er schon zweimal gewiesen, was er wirklich kann. Ich meine, da waren 2-1 in den Situationen, die musst du auch mal wirklich für dich teilen. Und ich meine, die Dreifadinger, wenn die sich vom Held können mit dem dritten Jungen noch ganz viel frei tun. Weil der Goalkeeper, der wird am Championat, die wird ganz zäh, ganz viel Schrott. Zumindest an den Enkelmatcher, wie du hier gehst, erst, das sind nur 2 Goaler, das ist nicht, das ist auch sehr abgeholt. Und auch gegen die Jungen, Tobi Kiepen.
du werdet op der Position ganz wichtig in Hand ran zu hören, den die eben hält. Und mal gucken, Laura Mugre, was auch noch viel mehr Bewegung da bei den Dafer-Dinger, mehr in die Kreuzungen, die gemacht sind. Und Lode Jan Hoffmann, auch 7 Meter, ganz klar, haben Druck an den Arm gegriffen. Ich ging so und auch vielleicht 2 Minuten, ganz genau. Wenn es auf der anderen Seite ist, muss es auch auf der anderen Seite gehen. Mal gesehen, man sieht das schön, der Renke, ja. Ja, man denkt auf Hand, aus den Tom Kreier fort, den Julien Kohlen kann nicht mehr kommen, da muss den Christian Bock den Fehler machen. Und voilà, dann sind es die 2 Minuten, mit denen der Christian natürlich nicht unbedingt d'accord, sondern da geht der Bartinovic dahin. Für eventuell sein drittes Goal zu schießen, ja, dann wäre hier den Monsieur 100% noch dann eine halbe Minute an dem heutigen Match. Ja, und schießt den Agenten Milosevic. Den nächsten Dave-Verdinger, der bis Logola geschossen wird, als hier. Rasch geht Bartinovic im Moment und steht 4-3. So, man schießt denke, ganz kurz auch, weiß man darauf hin, dass der Noven Coupe d'Europe schon gespielt hat von einer Lützebäuer Halle, und zwar zu Kärsching. Dammen von den Kärschinger. Die ja auch im letzten Spiel der Champion gesehen gegen Diedling. Die haben da natürlich ganz solide Gegner gehabt mit Minsk. Und das war jetzt doch das Resultat. Und dann 33-17, der Sascha Pulli, der schön durchgeht. Und dann der Ball einfach über den Goal setzt. Nee, da kriegt man aber einen 7 Meter zugesprach und kriegt noch einen gelben Kart. Das ist ja einfach am Handball nicht so weiter dramatisch als für den Daniel Scheidt. 7 Meter rausgeholt, das ist nicht unwichtig, was die Lage ist. Kommen wir aber kurz auf das Resultat einfach zu schwätzen. Minsk hat 33-17 gegen Kärsching gewonnen. Kommt in der Pause ein bisschen fertig, weil du war Minsk 18-7-4 mehr an der zweiten Halbzeit. Also schon eben nicht mehr 15-10 gehen. Kärschinger Damen haben also besser mitgehalten. An der zweiten Halbzeit dann, denn, was die Lage ist. Den du den Ball ein bisschen über die Hand rollen lässt, dann den Ball schön rasetzt, oben am Kreuz. Ja, das ist natürlich lange Jahre in der Bundesliga. Dann sind du cool genug für Molenke so einen Schuss loszulassen. Auf den anderen Terrain wird natürlich auch gespielt. Wie gesagt, Sascha hat im Moment nur rund 10 gespielte Minuten durchaus, wo den Tom Meislo gerade heute von der Feier markiert. Ja, auf den anderen Terrain noch eine Neuerung des Tür, dass der Valhaus probiert, das Match alle gute Fegelobard eben aufhängen. Und hier ein Ticker-Ding, ich operiere durch ihrem Seed der Valhaus.lu, also ruhig rauszugehen. Peting als Feierning Hanne gegen Bierschirm, Diedling knapp 4 von der Feier gegen Schöffling, an Handball Kärsching, Ning Feier 4 gegen den Chef Dickrich. Boah, 10 Minuten gespielt, mit Cheng, da war doch schon mal. Moment mal, zwei klare Affären an eng, die überraschend ein bisschen mehr Jengas. Das hätte ich nicht unbedingt so erwartet, aber bon, das ist der nächste Spieltag. Das will alles gut nicht heischen, und das, wie du siehst. Es sind 10 Minuten gespielt. Da kann noch ein Ning Feier, ein 5-Goler-EK. Kann noch ganz sehr abgeholt sein. Die Jelinic, den für mich ein bisschen überraschend, ob der Halber angefangen wird, dem da Scheiße geht, der Ball nicht rankriegt. Und Felix Werdl hat den Ball interceptiert. Die Pass von Tom Meiser rüber auf den Daniel Scheidt. Und dann aus der Bartinovic, den man denkt, immer am Worto hängen bleibt. So wie der Bartinovic mir auf der anderen Seite ganz gut gefällt, dass neben so viel Gola schießt auf der anderen Seite, dass mir aber momentan auch kannst du ein bisschen nach verschiedenen Situationen ein bisschen zu schnell Richtung Gola, wie wo nur schon 2-3 Mal dann noch den Fehler gemacht wird. War da einfach schon abfällt, nur 11 Minuten, das ganz Spiel von Dave Verdinger schenkt, aber ein bisschen auf ihn zugeschnitten zu sehen. Mhm. Muss ich mal gucken, wie sich Loh aber natürlich am Rest vom Match entwickelt. Weil wenn die Ascher der tote Spatz zu Lohrem hier in den an der Wurf geht, ein bisschen gesteuert geht, dann nicht rankriegt. Den also ein bisschen weit, den Doten. Wenn ihn hier nur aus dem Spiel dann geht fuhlen, da wird interessant zu sehen, wie die Dave Verdinger da reagieren. Und da geht der Matona Dallur die andere Seite rauf, der wäre Schritt gewischt so. Daniel Scheidt, ja, wenn es so geht, wenn es der kein Platz ist und du schießt deinen Ball ran, noch besser gesiedert. Er geht umgegangen vom Felix Werdel und dann hört er sich gut kein Winkel mehr. Das möchte Daniel Schalt relativ wenig essen. Daniel, der auch die letzte Saison wirklich eine Formphase weiß hat, wo er ja, hat keine Blonde schießen, da wäre er rangegangen. Denn Daniel Schalt schon sicherlich mit Tom Kreier an, auch mit Danny Scholten, gefunden. Eng von der Rätselbanden hier am Land. Und da geht es 2 Minuten. Lo, haben wir das richtig gesehen gegen Damir Resi, der den hier rauskommt. Ja, das sieht von hier nicht unbedingt so aus, wie wenn man am Gesicht getroffen hat. Mit Bande. Christian Bogas kennt, der normalerweise Theater spielt. Und da sieht ihn effektiv am Gesicht, dass du ein bisschen eng mager Gas. Und ja, hier ob da
100er Escher Bank, ja, du möchtest den Spieler wärmen, den wird definitiv heiß sein auf den dritten Match, den Max Kohl, den sich haut für einen Jahr kann ich so. Im ersten Spiel der nur 2 Minuten direkt zu Bierschem, Kreuzbeiner Grasherding, eine ganz unglückliche Situation, und die wird natürlich mehr wie heiß sein, für Lohai an den Match ranzukommen und sicherlich dann Platz von Mario Jelinic anzuholen, den natürlich für uns alle Mord da winst, um Terrain aus Wellen eben einen großen Block an der Verteidigung aus. Und die kann noch eine Position spielen, das ist nicht schlimm. Sie wollen wahrscheinlich die Escher nicht, dass die Jelinic ihre Verteidigung wechselt. Das ist immer ein bisschen riskant, dass ein duer Spieler raushält. Jelinic, den ja auch ein bisschen im Moment von der letzten Saison ein bisschen Co-Trainer gespielt hat. Also die schon einfach das Spiel auch mal lesen kann. Und ja, die Verdinger machen das gut an der Verteidigung. Auch an Innerzöl, Minabell kommt da den Moritz Bachko durch und schießt dann sein zweites Goal vom Abend. Ja, das ist ein Kreisläufer, dem er an den nächsten 13 Minuten richtig gut gefällt. Den nette Kontakt fährt, dahin geht wird natürlich für einen Kreisläufer, die das immer will, den dahin geht wird, wie das, den noch physisch wird, schmengen du das sich nicht unwesentlich versteckt. Nicht nur wie ich am Angriff und Kreis, wie auch eben auf der Halver an der Verteidigung, wo richtig gut geht, die ein oder andere Spielsituation durch den Brach oder verhindert wird. Momentan auf jeden Fall ist an der Verteidigung, ob der Heisch, dass von der Seite, dass bei den Leiferdinger bei den Lohner nicht viel zu Sterne kommen. Also schenkt das ganz gut do, eben zu regeln. Ja, noch ein bisschen speziell zu gesehen, dass den Jeremy Roussel do aber auch ob die zwei Lützebäuer am Rückraum setzt. Das heißt, also auf den Half-Positionen. Da kriegt Christian Bock schon die zwei Minuten. No, und dann noch 13 Minuten, also den muss man aufpassen, weil der nächste hat hier von durchgegangen. Ja, das ja, kann man nicht so richtig fassen. Das hat auch nicht unbedingt so den US gesehen, wie wenn das ganz grave gewesen wäre. Aber bon, den Tabitren haben direkt decidiert, dann, ja, ich meine, dann bitte auch immer recht, dann. Mit das auch etwas, was man heute schon gesehen hat, es geht nicht mehr lange diskutiert, mit vielen Karten, mit Verwarnungen. Yeah. Ich meine, auf den zwei Seiten, so hungen haben drin, direkt 2 Minuten, war doch dem Reglement noch richtig reagiert, dass da kriegst du kein Geld mehr. Da passt du natürlich, wenn du dann ein Kerl so drüber gehst, musst du da mal den Rechnen zu kriegen, da musst du vielleicht ein bisschen mich schlau da eben sehen. Ich meine nicht, dass der Christian Bock zieht und André Gulgipi reagiert da an der Verteidigung. Der Match wird fertig spielen, wenn ich weiß, wie hier aber an der Verteidigung drüber geht. Absolut, ja. 14 Minuten gespielt, Daniel Scheidt egalisiert zum 6-6, und wir müssen die Asche eben gucken, an Innerzöl dann hier Matze halen, und du hummern den Max Kohl. No enger ganzer Saison, den wir dürfen nur gucken. Den hat der von Blüden, wo es sicherlich am Herz wehgetan hat, dass sie nicht kommt dabei sind. Und da sind der Jungen Felix Werdel, der auch ein ganz gut. Ui, hat ein. Nee, entzielt. Entzielt war Kickriss. Das ist der Plantin. Das war ein weit passender Vier. Du hattest die Idee, von denen, wo sich gut in den Matt kriegt, dass der Milosevic nicht am Goal war. Und du gesehen, nee, das ist alles richtig. Alles richtig. Absolut ja. Richtig. Und das war natürlich dem Tom Meis, wie man noch vor Kerzing kann. Du ganz reaktionsschnell, ein richtig Spaß gemacht. Nicht gefahren, nicht gezickt. Das war das, was Kerzing auch das letzte Jahr bei mal zurück an den Championat gebracht hat. Von den Daten natürlich noch mal auf die Verding bringt, die Spielübersicht, die hier einfach hat, als da der Junge den 100% für die dritte Equipe ganz großen Gewinn aus. Die ist klar, wo die Idee Verdinger dann nur eine Feierung gehen, nur eine Feierungsstunde mit 7-6. Und ich bin gespannt, André Gulgipi, bei dem er steht, der wird geschwind, auch gebe ich so ein reagieren. Da das nach mir, uiuiui, wenn es den Goal eigentlich von der Mitte aus treffen. Wenn es den Goal nicht triffst, ja dann, also uiuiui, für das erste Mal für die Fehlpass, die die Escher da rumgebracht hatten am Angriff. Aber dann haben wir dreimal uiuiui für den toten Schuss, also die werden mich schwer nicht ranzusetzen, wie ranzusetzen. Mhm. Spott. Auf alle Fall, was auffällt, ob Red Bulls seid, wie gesagt, die zwei Lützebäuer Half-Spieler auf ihren allen Mochten, um ein paar Bayer, auf alle Fall, Kapitän Alain Seekern auf der Bank. Und die schenkt nicht unbedingt so einen Platz zu fangen, als du dann eben vom Tom Meis ein bisschen von den Half-Logisch spielen, denn Alain kann ja beides, sowohl Half wie Band. Kann er spielen, aber auf der Halver schenkt er nicht mit die allerbesten Karten, sondern Remenka, den Plantin, den kann die Balle raussetzen, und das ist so. Und Loh muss natürlich, ja, weil er kann doch direkt reagieren, mit dem Tor vom André Gulbicki, der kann natürlich nicht zufrieden sein, so wie die letzte
paar Minuten hier gelaufen sind, dann ja, werden wir wahrscheinlich seine Jungen suchen, was du nicht hier riecht gelaufen hast, aber das wissen die selber. Das wissen die selber, wenn es der Boden passt, du musst die interceptiert gehen. Bon, du kannst noch suchen, du hast kein direkter Goal gefallen mehr. Sie haben nur an den letzten 3-4 Minuten haben sie sich ganz schwer gedacht, hier offensiv eine Lösung zu finden. Das wäre natürlich auch an einer zu, aber wir haben aber die Lösung nicht richtig gefunden. Dann sind prompt bestraft, die Matkola gehen sich an den eigenen Goal an. Ja, du musst natürlich nur gegen gesteuert gehen. Die Idee von denen, als sie wirklich gehen, ab der 8. Minute waren sie voll an den Match gekommen. Du hast den Knut irgendwie abgegangen, die war dann für die 30 Minuten am Angriff, die sie hatten. Boah, ich meine, du bist logisch, weil Mathe Litzburg auf dem Terrain bei der D-Verdinger seid. Ich sehe persönlich der Meinung, muss ich aber so, wir haben so ein gutes Repertoire als Litzburger Spieler an alle Vereine, nicht nur mit der D-Verdinger, sondern auch an den anderen Vereinen, dass ich der Meinung sehe, wenn es so ein gutes Litzburger Repertoire was ist, dass die Jungen noch sollte spielen. Da sollen die Trainer noch ein Stück Courage noch mal einen anderen rauszuholen, egal was da schon brustet. Das bringt dann eine Equipe auch etwas, wenn du gleich gut spielst auf deine Positionen hast, kannst du als Equipe nicht mehr gewinnen, wenn dann ein Ausfeld platziert oder wie auch immer, dann hast du den anderen eben den Backup direkt dran drin und dann bist du nicht direkt automatisch geschwächt. Ich gebe mir heute zu wünschen, dass Trainer in diesem Championat überall die Courage hatten, den letzten Mal ja die Spielzeit zu bringen. Am Season-Opening hast du einen Talk mit Experten, da war ja Ziel ausgeschafft, in 2025 in der Top 25 in Europa. Mit das funktioniert nicht mehr, wenn als Litzburger Spieler auch um Terrain die Praxis kriegen. Absolut. Und das ist doch für mich auch ein der richtige Weg. Wir hatten Ernie Hoffmann gesagt, ob der Bank noch nie eine Goal geschossen hat. Das ist effektiv das, was muss auf hier gestracht gehen. Bon, wenn ich nur gesagt habe, auf erster Seite im Moment vier Litzburger um Terrain, die auch ja, quasi, also bis auf den Felix Werdel, den aber Juren nationale Kipp spielt, alle guten Nationalspieler sind und du hast den nächsten Ballverlust durch den Vasilakis. Plantin geht ganz hier nur vier. Ja, das geht ratzfatz, das tut. Ne? Du wirst nicht lange gefackelt. Das ist auch ein guter Spieler. Du musst in die erste Lo aufpassen. Also der, wenn sich vier geht, ui, du geht der Max Kohl. Gut durch. Ganz nur um Stürmerfaul drin. Nee, den Max Kohl hast du hingegangen. Wo es doch bei dir, dann wäre das die Hirn sicherlich auch ein bisschen beruhigend, dass du Banner halen, wenn du hingehst, eben wo es bei dir, dann hoffst du natürlich, wenn du so eine schwere Blessur hast, dass es nicht direkt in der ersten Situation schief geht, dann bam. Und dann schaut dir gesagt, wo es ist, wenn du Gesicht ein bisschen geteint kriegt hat. Also, ja, das Handball nach immer, ich meine, ja. Das ist Körper betonte Sport, so Situationen kommen viel. Das sind die Situationen, du kannst immer darüber diskutieren, war es nicht, ich nicht, dass du eben durchgehen gelöst. Das ist immer knapp am Handball. Ich meine, wenn man auf der Welt mischt, auf der Europa mischt, schafft dann immer Zeitlupe noch gesehen, wie die so aufschließen. Du musst doch an 80% von den Fällen einen Schraum pfeifen. Ja. Das können doch Millisekunden mittlerweile lernen. Ich meine, an diesem Match geht es eben schon noch im Map. Dafür hast du auch so Körper betont. Wie gesagt, alle Punkte, das Fisch nur für den Playoff, kann es sich nicht erwarten, dass die Nagen so geht wie Kärchen, die von Hannen ganz entspitzt sind. Das kennt nicht alle Jahre. Dafür hast du alle Punkte Fisch und die Punkte, die du so hast. Und dafür hast du auch Fisch, dass du direkt vom ersten Block. Und du hast ganz schön gespielt. Kemper, Batinovic, ob den Daniel Scheider. Ja, den Daniel Scheider, du gesagt, den hast einfach komplett en confiance und hat schon über den Saison. So, er schaut direkt hier auch auf der Seite, die Idee hat, den Goki mal ein zu wechseln, den André Gulbicki, dem Petros Bukovinas, dem Griech-Chance, den Rajko Milosevic, den effektiv und den letzten Ball nicht mehr drauf war, den kriegt er mal ein Pause. Wir haben nicht gesagt, ob er schon seit vier Litzburger Spieler, das hat man auch auf der Red Bullser Seite, dass da vier Spieler am siehste Bärst da waren, die auch quasi alle guten. Man, der Joey Faber vielleicht nicht mehr, der war auch ein Nationalspieler. Das heißt, sie haben drei Nationalspieler aktueller plus ein Ex. Die Escher haben drei Nationalspieler plus ein Juren-Nationalspieler. Also du gesagt schon, dass er effektiv auch auf die Litzburger gesagt hat. Du hast auch ohne Zweifel der Sportliste ein größer Hölle gewesen. Ja, aber nicht nur der Sportliste. Ich meine, was ganz viel ist, dass wir dann der Jugendkader geschafft hat. Ich meine, wir werden ja nur am Avalanche-Magazin ein Interview gesehen mit Mike Hanschke, der Ursing, die eine ganz gute Kampagne international gespielt hat. Du gesagt, dass er Bagger, aber auch Hannes Gondor, mit den Junker, ganz gut geschafft. Die echt Junker.
die op Gummers Paralem gehen oder an die Handballschule gegangen sind. Das ist der richtige Weg. Ich meine, wir müssen nur gucken, das einfach weiterzuentwickeln, was wir angefangen haben. Das geht mir auch gut nicht bang, die Lützeburger Spieler. Das muss ich just den Courage kriegen, sie so überzeugt kriegen, dass sie vielleicht zu mir die Schritte machen. Ich meine, wenn wir nur den Fußball vergleichen, die sind praktisch alle am Ausland, da sind da nicht mehr viel. Da ist jeder Spaß vom RW90, da sind auch schon fünf Jungen, die schaffen, die Sensation am Fußball. Am Handball muss man einfach auf DW kommen, vielleicht nicht als ganz professioneller, mit das dann die Ausbildungszentren gehen, wo sie die Schule mit dem Handballspielen können verbannen und dann eben das auch lehren, wo als nationale Equipe nur vielleicht dann noch als Verein, wenn sie von der Uni zurückkommen, können profitieren. So, da du hast du einfach viel zu viel einfach gewischt, Udo. Wollte was sie lag ist. Der 7 Meter Menge ist sicher gut, etwas effektiv ein bisschen offensichtlich gewesen. Dann da geht den TGW in die andere Seite. An die also Plantain du kannst du wirklich von einem TGW schwatzen, die Plantain, den könnt von Handen noch vier gestimmt zu feierten Goal. Aber praktisch alle aus der Konterattacke. Ja. Von denen am Lavas kriegst du nämlich gebremst. Aber auch die Spielübersicht, eigentlich schon die Ascherheilung geschlafen gehabt. Ne? Den hat genug Zeit dort zu kommen. Der Ball war schon hängend, das einfach gehen du mit der Tischengang so gut musst du vermeiden an so Spielsituation. So, ob Red Boyster sei, dass der Marin Knese auch mal rankommt, ja, die geht es auch nach am Rückraum, den haben sie auch nach, also sie haben noch hier Solution de Rechange, ganz klar. Seekernbrüder, die noch auf der Bank sitzen, wenn ich bedenken werde, all den Seekern, die letzte Jahr haben am Playoff ihr Match gemacht, hat den quasi mit 10 Goalen lang die Sitte. Ui, das zwei Minuten. Das ging zwei Minuten. So, Login, das ging mir da hier ein bisschen heisch. Das war natürlich, das hat spektakulär ausgesehen, hier gesehen man auf den Bildern, das ist natürlich ein Kontakt. Oh ja. Also, ich gesehen es zwar nur nicht. Ja, ist logisch, da bittere Schwätze man nicht, weil effektiv, wenn ich gesehen hat, gesehen man eine Renke hier, gesehen man, dass effektiv die Hand vom Joey Faber flatschend gesicht dran geht. Da kann ich noch, rot gehen. Also, du hast letztes Jahr an dem Match besonders habe Diedling gegen Bierschirm an der letzten Minute. So, dann Arbiter Weber geht und die Hände strauscht. Dann geht es rot. Und die kann ich vertreten. Die kann ich absolut vertreten. Der Joey Faber, der hat nur zweimal auf der Zeitclub gesehen. Ein nass. Ein halber Schritt zu spät, das ist nicht dramatisch, mehr ihr kriegt ihn effektiv mit der Hand am Gesicht. Ich muss allerdings auch so ein bisschen Zeitclub auch gucken, also am direkten Auflauf, der Gesicht ist noch nicht einmal. Ja. Look, sieht er, look, könnte der Ball von der linken Seite von Felix Werdl rüber an, lo, patsch! Voll an Gesicht. Ja, das ist natürlich voll an Gesicht, und das kann, haut sie das nicht an, das ist wie Rotkette, also du musst in den zwei erbitteren so ein absolut richtig dezidiert Joey Faber. Den sich entschuldigt, den natürlich weiß, dass sie singen Kibbelo do geschwächt durch, den sich entschuldigt. Der Joey Faber ist bekannt als den, den du wieder geht, aber nicht als unsportlichen Spieler. Hier muss er eben schon an Kabinen. Das ist natürlich auf defensiven Plan eine Schwächung für Red Boys, ganz klar. Da müssen sie durch den Block ernst das gestalten. Aber bon, mit Rezic, Podrasic, hast du weiter kein größeres Drama. So, da muss ich gucken, wie es mit Christian Bockheim weitergeht, den mal auf der Bank ein bisschen massiert geht. Dann geht er mal an einer über 12 Euro gesetzt. Da hat man davon geschwärzt, packte Christian Bockheim die 60 Minuten durchzuspielen. Da wäre der Joey Faber für den doch die 2 Minuten gewischt, wenn er nicht die Rode bekriegt hat. Also, es wären schon die 2 Spieler, die wenn ich so will, negativ abgefallen wären. Aber bist du nach 4, wenn der Christian hat schon 3 Jahre gestorben. Also du hast schon dreimal, wo er massiert. Und das ist ein bisschen Staffer gewischt. Dann nicht 20 Mal, was ist Staffer? Ich meine, Handball ist ein Kontaktsport. Da könnt ihr das führen, auf der Position, wo ihr spielt sowieso. Aber ja, natürlich kann ganz ja gehen. Ich meine, du musst aber auch noch bitte felicitieren. Auch den Courage zu holen, an der 20. Minute die Rotkarte. Gesinn zu holen, ja. Gesinn zu holen. Wie gesagt, wir haben aber auch einen vom Bachko gemacht, ich muss aber auch, wie gesagt, zugehen, dass ich hier auch ein bisschen Zeitlob aufwerden, für zu sehen, dass es Riedam gesehen gibt. Aus dem direkten, aus dem Auflauf von der Situation hat Jorich da gesagt, okay, 2 Minuten sind es, ich habe nicht gesehen, dass die Hand eben so am Gesicht ging. Und da musste effektiv die rote Karte gehen. So, hallo, geht natürlich den Moritz Bachko, der Kreisläufer, ein bisschen für probieren zu provozieren. Den Batinovic an den Hoffmann, dass die nicht können zusammenspielen, Marin Knees, ja, zu gucken, wie den an dem Match kennt, wie den aus der Anlage den Tom auf die Seite von den Red Boys.
Für den Marin Knees ja auch eine komplett neue Situation. Den hat last year. Und das war vielleicht doch ein bisschen dann das Problem von den Red Boys. Den hat last year quasi all Match 60 Minuten durchgespielt. Ein Hard-Matcher, der eine Länge desideriert hat. Und er hat auch Matcher gehabt, die, ich will nicht so eine Länge in die andere Richtung desideriert hat, aber wo auch eben nicht mehr lucid genug war, für vielleicht noch ein Pass weiter zu gehen, wo Scheiße gegangen ist, und die dann leichte Beute wären für den Goalkeeper. Das ist natürlich etwas, was den Red Boys das Jahr vielleicht an Karte spielt, dass sie Möglichkeit tun, zu rotieren. Sie sind mir ausgeglacht, ganz sicher. Ich muss sagen, also ich war ganz überrascht beim Brestowatz, dass die überhaupt noch der Saison heute dürfte bleiben zu Dave-Ding. Ich finde, zwar volles Vertrauen an die Leute, die da im Weg sind, aber wenn ich das Match ein bisschen geguckt habe, ich habe nicht immer alles verstanden, die Decisionen, die den Trainer da geholt hat. Ich habe mich gefragt, weil wir sind ja nicht im Training dabei. Ne? Wir so als Außenstehende, ich habe mich oft gefragt, wie weit heute nicht gewesen, wie weit heute nicht frischen Rabrisch. Das war nicht immer klar, wie du agiert wird. Warst du bei verschiedenen Trainern, die letzte Saison überhaupt? Du hast da gesagt, dass du privat liest, den an den so lange durchspielen. Nur du aber Möglichkeiten auf der Bank für andere anzusetzen. Dass du noch eine Equipe vielleicht heute diese gute Champions-Titel kannst, für den HBD nicht direkt durchzuschwätzen. Und du musst ihn dann effektiv ist für die Russen Courage schon umlenken. Letzte bei den Jungen spielen zu lassen, aber vielleicht für was soll denen nicht schlecht machen wie die auch. Die Jungen trainieren noch für bis 5 Mal die Woche, sie präsent, und wenn sie schon bis an den Kader kommen, das muss ich halt einfach so. Das ist etwas anderes, das vielleicht noch wie 24 Jahre, wo dann den 10 bis Nummer 14 auf der Bank geben, die waren dabei. Und die wussten dadurch, dass sie vielleicht Spiele kriegen, wenn es 10 oder 4 oder 100 ist. Aber ich meine, das wird halt geändert, wie überhaupt an die Kaderin zu kommen. Auch schon ganz schwer, auf der Jugend den Sprung zu schaffen, mit dem Professionalismus, den wir nur am Handball zu Lützburg schon. Aber wenn die Jungen den Niveau haben, wenn es das ist, die gehören dazu, da bringen sie auch ein. Ja, die Ascher probieren beizukommen, probieren so viel wie möglich von der 2-Minuten-Strophe von der Red Boys zu profitieren, probieren das dann noch sehr zu machen am Angriff. Ja, da hast auch die Jungen Dimitri Mitrea, der auch ein ganz, ganz gut U18-Kampagne gespielt hat, ob sein anderer Kampagne aus der Nationalequipe, Felix Werdler, den bleibt mit dem zweiten Schuss, den er bis jetzt hat, um Jokanovic hängen. Felix Werdl, der auch Vertrauen getankt hat an Georgien, mehr. Für die Jokanovic geht es im Moment noch nicht durch. Also Jokanovic möchte eine Bombe nicht tauschen. Bombe nicht 22 Minuten, der 6. Arrischer von ihm. Das ist natürlich Gold wert an den dritten Situationen. Wenn man für die Geschwäte und dürfen, dass er gut gibt, kann der Match desideren. Man so eine Leistung kann nicht mehr. Ne? Ich meine noch, was natürlich auf der Verdinger Seite ganz wichtig wäre, dass auch dass der Planta an den Match kommt, als der Lodo anlebt. Ne? Den sich Lora von Tür, den hat der Chauffeur persönlich Gola geschossen während die 10 Minuten. Jo praktisch nehmen den Batinovic dort Gula geschossen oder nicht den Gula gegangen ist. Na bitte, danke, ich spätze mal mit Manje Gulbiki, dass die sich so ein bisschen beruhigen auf der Seite. Also die zwei jungen Bitteren haben das definitiv heuer am Griff. Wisst ihr so, es wird drinnen die Röte quer zu gehen. Das machen sie und sie machen einen guten Job, wie sie. Da kann ich eigentlich nicht das tun. Marin Knees, ja. Du gesagt, den haben sie ein bisschen verunsichert. Ja, das ist natürlich für ihn eine komplett neue Situation. Wie gesagt, den hat letzte Saison wenn ein Schlamm gewesen, der hätte wahrscheinlich gespielt. Aber diese Saison hätten dann eben den Tom Meister für Russisch und dann ist es doch für jeden mal von der Bank zu kommen. Und das sind dann auch für so Leute dann ganz neue Situationen, auf die sie sich müssen nachstellen und diese so natürlich an ihrer Karriere nicht unbedingt gewinnt werden. Das ist aber ganz einfach. Weißt du, wenn du vom Trainer gesagt kriegst, dass du eben nicht an den Gesicht der Basis musst du eben Alltraining 150% gehen, den Zweikampf da gegen Thomas Union, und das wird keinem von den zwei, das wird nicht der Equipe. Und dann musst du umso mehr, auch wenn du da kannst, dann 200% hier zu weisen, dass du gebraucht ist. Dann hast du natürlich so eine Woche wie den Dote nicht gerade glücklich, weil das ging ja den Trainer seiner Decision noch bestätigen, die geholt hat, dem Dote Thomas eben von Anfang an, du spielst, du dann hier mir bei mir Vertrauen zu schenken. Ich meine, sie haben alles professionelle Spieler, du dir nicht enttäuscht sind, du musst dich einfach fragen, was kann ich noch mitbringen, was kann ich noch besser machen oder auch nicht das machen. So, den Tom Kreier geht rausgeholt, das kann ja bald nicht mehr heischen, wenn der Luca Tomassini racken, dass Delo auf den zweiten Kreis anlebt, dann lassen sie da probieren, über die Art und Weise, weil er da geschieht doch schon, den Luca Tomassini, als er Kreis lebt, und, dann geht den Dimitri Mitrea mit Schwung wieder, mehr den Charlie Plantin heischt, den jungen Mann für den Charlie, den lassen natürlich fix auf der Face, also da geht der Kreier den
Ja, das war zu einfach für die Goalie. Die überwältigt zu kriegen, ja, denn, ui, ui, das war Stürmerfaul, ja, absolut, absolut, das wird ein... Ja, aber da waren die Ascher, da kommen nicht Reaktion schnell. Der Sascha lief fort, und statt den Ball zu einem Pass zu machen, war schon nicht fort. Du hast die Chance auf Konter eigentlich selber geholt, du hast die Situation noch nicht ausgenutzt. Für mich sind die Ascher momentan auf nicht pfiffig genug im Terrain, du fehlt einfach ein bisschen tiefer sich. Du könntest... Moritz Bacco reisen und Julian Kohner an, du gehst mit einem anderen Kreisläufer mal da probiert, das... Spiel du als 9 zu 10, Luca Tomassini wird lo sicherlich rum, relativ direkt rollhafen und dann wird eben geguckt, die zwei Kreisläuferen da, dass sie die sperren oder wer auch immer setzen, dass sie die Asche von irgendwie kein Mittel. Kein Mittel, da gehen die da 6-0 von den von Defting, die aber ein bisschen offensiv steht. Steht ne? Natürlich das auch ein solider Block, das ja. Darf ich nicht ja. vergessen und dann ist Hannen Drunde Jokanovic, den ja. Den ist richtig gut an den Manager angekommen und bleibt da dran. Ja, das ist für die Ascher natürlich kein gutes Zeichen, wenn es so dann muss. Ja, da ist ein bisschen gezugegeben von Batinovic und da geht es zwei Minuten. Die geht doch schon direkt. Die weiß, was können dann. Kann die Decision noch nicht verstehen. Aber bon, es wird effektiv so ausgesehen, wie wenn er ein bisschen im Trikot gezündet hat. Sonst wäre Julian Kohn wahrscheinlich in den Ball kommen. Also, das ist auf alle Fälle ein Match, wo. Ganz viele 2-Minuten-Strophen ausgesperrt gehen. Das ist schon relativ erstaunlich. Schon drei gegen die Dave-Verdinger, plus eine rote Karte und dann noch drei gegen die Ascher. Also, auf jeden Fall 10 Arbitern hier hin durch. Also, das kann ich nicht so, dass sie den einen oder den anderen Logiken halben Nudeligen, weil es abfällt, dass es nach 4 Minuten kein Goal mehr gefallen ist. Also, das heißt, die 12 Verteidigungen, die schenken wirklich am Match dran zu sein. An ihn, der noch am Match dran ist, an das muss ich natürlich drehen, wenn ich nur so eine lange Saison, die ihn komplett überwissen ist, das muss ich natürlich drehen, wenn ein Jung wie der Max Kohl so an den Match rocken. Denn als ich von den Karak kommen, die 15 Minuten, dann hat Santa hier drei Goaler gesagt. Also der Max, da, der ist ja immer dann noch ganz, ja, wie soll ich so ein. Mulmisch gefiel, wenn ihn da rangeht, das hat ihn eine schwere Blessur. Das könnte ihn an den Sport ran, wo Kontakt, aber dazu gehört dann, dann ist es den Marin Knees, den schon ein wenig Goal da gehen setzt. Ja, das Tor ist natürlich nicht gut gelöst. Ich meine, wenn es scheiße wird, das scheiße richtig. Das Tor dann so ein bisschen da einen Lob zu machen und dann hier lief Trigger und der Kritten praktisch ganz einfach gefangen. Ich meine, wenn du drei Goale an den Bass, dann dürfst du das Tor am Menge nah nicht machen. Das ist schon ein bisschen undiszipliniert. Also für mich machen die Ascher momentan einfach zu viele Fehler am Angriff. Nicht diszipliniert genug, fand ich kein Mittel gegen die starken Block von den Dave-Verdinger. Dave-Verdinger, Ramoni Goalkeep. Dann hofft man, den du den Ball auch trickelt. Ja. Mit das ist eine Situation, wo du auch ein bisschen den Willen erkennst. Im nächsten Hoffmann, ich meine, sie gehen zu zwei Antluten, Hoffmann hat den Willen. Die Dave-Verdinger sind einfach momentan wie bissig. Und dadurch sind es auch nur 3 Goal auf 4. Du musst den André Golgippi logisch mal an der Westia mal ein bisschen wackisch rüsseln. Weil ich finde Gefühl, die Ascher spielen momentan ein bisschen mit einer ungezogenen Handbremse. So weiß eine Menge nach nicht das, was sie auch real können. Mhm. Man kann im Moment viel gewürzelt auf Seiten von den Ascher. Denn André Golgippi sieht nur der richtige Form leben 4-4. Probiert ein bisschen mehr Vitas hier ranzukriegen. Ja, und dann der Felix Werde, der geht endlich mal sich den Winkel auch abmachen. Ja, ganz schön Ausspiel von Mitrea, die Übersicht, die der Junge Bursch da hat. Die passt den Absetzer da rüber zu machen an die Cachets. Ich denke mir den auch, also dass der Junge Bursch, den aber Handball spielen kann. Absolut, und von dem ja auch gesucht, geht das ein absolut. Die Deutschen gehen versuchen, das Zeug gut für international und Ausland zu gehen. Bon, das hat Jan Hoffmann hat das auch schon gemacht. Und Thomas hat die Chance damals gehabt, wenn er sich nicht blessiert hat, hätte können gehen. Also das ist schon so, dass die Lützebäuer Spieler auch durch die Juren durchgeschwert, die sie in Ausland geht. Wir haben Juren Erik Schröder, den der Weg gegangen ist. Und Martin Müller natürlich, für ihn nicht zu vergessen. Martin Müller, den er immer auf Ascher Seite fehlt. Dann ist es den Ele 14 durch den Jan Hoffmann. Ja, die Ascher wären mit einem 3-Goal-Avantage an dem Match herangekommen. Und du siehst da kurz hier in der Pause 3 Hannen. Also die Red Boys ist definitiv nur da, was war das? 3-0, nur 5 Minuten. Also Zanta hier sind sie wirklich definitiv vollkommen am Match dran. Und die Ascher sichern.
Und sie fanden nicht die richtige Lösung. Also, ob der Deferdinger sagt, sie für mich momentan zwei Männer Gewinner von der ersten Halbzeit, dass ihr Goalkeeper den 7er Rehen hat, was relativ kommt da, ja, den Konter. Daniel Scheidt, ja, voilà, den kriegt die Bälle, der kriegt die Bälle auch, den fängt sie mit einer Hand, guck, der steht dort in der Rekunde, den Kaviar, den du kriegst, genau. Den Mitrea bleibt am Block hängen, dann den Tom Mais, den direkt reagiert, bei die wird den Terrain und dann heim. Mit einer Hand, zack, bumm. Und da gehst du der Goal gemittelt, Chasen. Ja, das ist Danny Scheidt und Confiance zu einer ganzen Saison. Du kannst das einfach rüber retten. Das wäre auch ein Junge, den der Schritt am Deutschland hat können probieren. Boah, und plötzlich vielleicht nie so richtig ergehen. Da bleibt dann. Oh, wenn wir los schon können, dann eine halbe Minute für der Pause kleine Fazit sehen. Von dieser ersten Halbzeit muss ich einfach festhalten, dass die Asche vielleicht besser angefangen hat, aber davor dem ein bisschen verloren haben. Und der Poison Impuls von ihrem Goalkeeper Jokanovic und dann den Daniel Scheidt, die mittlerweile ihre beste Bütter aus mit 5 persönlichen Goalen. Und nicht zu vergessen, ihre Batinovic und ihre Planta, die zwei Neuer, die 100% angeschlagen haben, verdient mittlerweile gegen so 16 zu 11 feiert. Mit 16 Ehle waren die Pause an und das, wie du gesagt hast, Jokanovic, Batinovic, mit das für alle Menge Equipe-Leistung, die bis zu den Erschlag gibt. Das Red Bulls, die heute dabei spielen 16 Ehle von der Pause vierleihen. Wir melden uns nun, Evel Hermack, direkt drin mit der zweiten Halbzeit. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum ersten Avalanche-Magazin von der Saison 2018-2019. Wir, das sind den Thierry und der Sascha. Wir werden euch auch diese Saison einen spannenden Blick an die Kulisse vom Lützburger Handball bieten. Und wir werden euch natürlich auch umlaufen halten von all unseren Championaten und von allen Events, die die Avalanche so organisiert. Während dem Kleid alle gut an der Sommerpause feiern, hat der Mann hier neben mir aber auch genial geschafft und kann ihn dann felicitieren, sowie dem ganzen Verwaltungsgut von der Avalanche. Dem Thierry ist es gelungen, an den European League Board von der EHF gewählt zu gehen und am plus den EHF-Kongress 2021 auf Lützburg zu kriegen, was sicher ein Highland für die Lützburger Handballföderation gibt. Wir merken also, der Lützburger Handball geht echt geholt, oder Thierry? Ja, ganz klar. Das ist auch ein Eher für uns, dass das so zustande gekommen ist. Also den Handball geht auf die internationale Szene. Der Lützburger Handball geht wirklich echt geholt. Das beweist doch, dass man am September bei den IHF-Präsidenten Hassan Mustafa, dass man da invitiert gesehen, wie auch bei ihnen vielleicht eine weitere Hilfe zu kriegen, respektive den IHF-Präsident Michel Widra, könnt ihr auch plötzlich, wenn ihr ihn invitiert, könnt gerne nach ihnen auch für den Kongress zu präparieren. Und auch da feiern wir immer Diskussionen, die ganz wichtig sind, weil der sportpolitische Teil am Handball ist auch wichtig. Das ist vielleicht immer nicht immer so gesehen, oder geht heute so vergessen, das ist auch wichtig. Mehr. Trotzdem, Priorität leider immer noch dem, was im Terrain lief. Aber was machst du konkret für den Lützburger Handball am European League Board, wo du gewählt hast? Das ist die Vertretung, das ist ein ganz neue Gremium, die Vertretung am Anfang von den Ligen von Europa, die eine Interessevertretung in dem Moment an der EHF haben. Ich vertrete Lützburg natürlich, ganz klar. Wir von allem auch die Kleinländer. Die Kleinligen, die haben es so schwer schon, in den Größen zu existieren. Mehr muss ich immer am Hannercup behalten. Eine Bundesliga bringt zum Beispiel noch den Lützburger Handball etwas an. Da muss ich eine Synergie fahren zwischen den Kleinen und den Großen. Voilà, wir haben gesehen, der Lützburger Handball geht echt geholt und du musst exzellent arbeiten. Für uns alle gut, man hat den Verwaltungsrat. Und heute geht es aber dann auch echt für den Cup-Gewinner, für den Champion, bei den Damen und bei den Herren von der letzten Saison, die heute hier den Klausel Supercup inneren den ausspielen. Und der sieht nur ein paar Bilder von denen zwei Matcher bei den Damen zwischen Dietlinger Kärsching und bei den Herren zwischen Kärsching und Bierschirm.
Mike, die U18 Junioren-Nationalmannschaft hat in Georgien gespielt beim EHF-Turnier und Ziel war das Halbfinale, was leider nach der knappen Niederlage auf ein Tor gegen die Schweiz verpasst wurde. Und trotzdem kann man doch positiv zurückblicken und einige positive Erkenntnisse mitnehmen. Ja, das war richtig. Also die knappe Niederlage gegen die Schweiz, die hat uns das Halbfinale gekostet. Man hat also gesehen, dass das Halbfinale durchaus im Rahmen des Möglichen lag. Aber der sechste Platz ist auch sehr gut und man muss halt auch zugestehen, das war das erste große Turnier für die Jungs. Ja, dass sie ein bisschen aufgeregt waren und ein bisschen nervös, aber sie haben alles gegeben, sie haben gekämpft und es lohnt sich weiter in unsere Jugend zu investieren. Ja, wenn man jetzt das Turnier analysiert, da hat der Vizepräsident ein Statement abgegeben, wo er darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel bei den Italienern der beste Spieler des Turniers in Montpellier dort in der Handballschule ist. Und jetzt haben wir auch einige Luxemburger Spieler, die ja jetzt den Schritt ins Ausland nach Gummersbach und nach Lemgo auch gemacht haben. Für die Zukunft jetzt des Luxemburger Handballs und die Entwicklung unserer Jugend, wie wichtig sind solche Zentren und wie weit kann das den Luxemburger Handball noch weiter voranbringen? Ja, das ist immens wichtig. Also man hat das gesehen bei Italien. Ja, dass da die Erfahrung aus Montpellier, dass die halt eine Rolle spielt. Beide Spieler aus Montpellier waren die führenden Kräfte. Ja, und auch bei anderen Nationen, wie bei Ferro, das sind einige im Ausland, in Dänemark. So, und wir haben jetzt auch diesen Schritt gemacht, allein aus dem Grunde, weil der Konkurrenzkampf viel, viel größer ist. Wir haben halt in unseren Vereinen ein, zwei Talente, die mit 50% Leistung im Training schon die Besten sind. Aber im Ausland, ja, sprich in Lemgo oder in Gummersbach, ja, da müssen unsere Talente 100% im Training gehen, damit sie am Wochenende erstmal spielen. Ja, und dadurch werden sie natürlich viel, viel besser und entwickeln sich besser. Und wir hoffen jetzt natürlich auch, dass andere diesen Schritt nachkommen. Es sind ja jetzt auch Kontakte entstanden. Ich habe vorhin gehört, dass auch mit Litauen ein Turnier geplant ist für unsere Jugend. Ja, das ist richtig, das ist der Weg. Also wir wollen ja nicht nur nach Deutschland, wir werden auch nach Litauen, wir wollen auch in Frankreich Turniere. Wir wollen uns ein bisschen mehr öffnen, wir wollen an die Sportschulen ins Ausland gehen. Ja, dass unsere jungen Kader, auch schon die 14-, 15-Jährigen, dass die schon sehen, wie läuft das Leben da ab. Ja, wie geht es unseren Jungs an den Akademien in Gummersbach, in Lemgo, ja, um den einen oder anderen noch dazu hinzubewegen, dass sie auch den Schritt sich trauen. Auch unsere Damen-Junioren-Nationalmannschaft hat an einem EHF-Turnier teilgenommen und dort auch den hervorragenden dritten Platz belegt. Unsere Torhüterin wurde zur besten Torhüterin des Turniers und unsere Rechtsaußen Michelle Jung zur besten Rechtsaußen gewählt. Das lässt auch hoffen für den Damenhandball. Wo stehen wir jetzt mit dem Projekt Damen-Nationalmannschaft? Was sind jetzt die kurzfristigen Ziele und wie geht es dort weiter? Ja, ich muss sagen, dass wir natürlich da noch, der dritte Platz blendet ein bisschen. Ja, das ist eine tolle Sache, ohne Frage. Aber wir stehen da noch am Anfang. Also es ist noch ein langer, langer Weg, um da ungefähr das Niveau zu erreichen, auch wie Männerhandball. Aber wir haben uns dieses ehrgeizige Ziel gesetzt und da werden wir auch alles investieren. Ja, wir werden da halt weiter an der U18 feilen. Wir werden weiter den Damenhandball im Frauenbereich ganz oben mehr fördern. Ja, wir haben die Jugendkategorien extra auch deswegen geändert. Wir haben nicht nur eine U14 und eine U17, oder im Moment, es waren U12 und U17. Wir haben eine U14 dazwischen noch eingefügt. Ja, also man sieht, dass wir auch da eine Lücke schließen wollen, dass wir da mehr Mädels zum Frauenhandball bewegen wollen, um dann halt auch oben in der Spitze nachher mehr Frauen da zu haben. Unsere Herren hatten ja einen sensationellen Saisonabschluss mit dem Sieg über die Slowakei, der ja nicht so erwartet wurde. Wenn er auch sehr knapp war, war das dann doch ein recht gelungener Abschluss für die dann doch etwas schwächere Qualifikationsphase mit den Niederlagen gegen die Finnen zum Beispiel. Wir wollen in die Top 24 mit der Nationalmannschaft. Wie sieht es jetzt aus in Zukunft? Was steht an? Was sind die Saisonhöhepunkte für unsere Männer? Ja, es kommt jetzt erstmal die Europameisterschaftsqualifikation oder zumindest die erste Phase. Ja, da kam jetzt auch das Schreiben von der IAF, also da wird es im Januar ein Viererturnier geben, ja, wo wir aber, oder wo ich der Meinung bin, dass wir da als Favorit reingehen, was wir auch erfolgreich bewältigen wollen, um uns für die zweite Phase dann qualifizieren zu können. Und die wird dann halt im nächsten Jahr, im Oktober höchstwahrscheinlich sein. Ne? Und bei den Männern, da sind ja jetzt auch nicht so viele Länderspiele jetzt geplant, da es ja sehr wenige Qualifikationsspiele gibt. Das ist ja jetzt anders wie im Fußball. Wie hält man jetzt trotzdem die Motivation dieses Kaders hoch, um diese Spieler jetzt als Mannschaft auch weiterzuentwickeln? Ja, wir haben erstmal eine Lehrgangsmaßnahme im Oktober. Ja, da werden wir umfangreiche Tests durchführen. Da kriegt jeder Nationalspieler, der auch im erweiterten Kader ist, kriegt ein Trainingsprogramm, wo er die nächsten Monate dran arbeiten kann. Und dann haben wir aber auch noch ein Länderspiel. Wir bemühen uns noch, ein zweites zu kriegen. Also wir spielen am 22.10. gegen Litauen. Ja, wir versuchen aber noch am Wochenende danach oder an dem Wochenende darauf noch ein Länderspiel zu bekommen. Aber da sind wir in Gesprächen, da ist noch nichts konkret.
Nun Klausel Supercup hat man aber auch der große Season Opening, wo wir als Verein und als Sponsoren invitieren, natürlich auf demselben Kader. Nun Supercup, hier ein paar Andrück davon. Also wieso ein Verein, den auf dem Viermarsch also bei den Damen schon die Kuhbank hier gewonnen gehabt. Bei den Herren noch, gesagt, du geht das Bier Job in der Musel. Was sind Ziele für das Saison? Ja, wir haben letztes Jahr gemerkt, dass die Niveau ist, auch die zweite Liga ist nicht so schlecht. Und da haben wir auch hart gearbeitet für ein bisschen Verstärkung. Also ich muss sagen, wir haben auch bekommen. Und ja, man muss abwarten. Hart trainieren und abwarten. Ja, den Ricky Benz, nur beim Handball. Mir ist kein Unbekannter am Lützburger Handball gespielt, zwasch. Und noch zu Dave, der Nationaldivision. Nur am Handball mir ist den bestimmt auch Ambitionen, das Jahr hat für vielleicht für bei Matze spielen und vielleicht nächstes Jahr in der Nationaldivision zu sehen. Also, wir sind auch Matze in der Präparation. Wir probieren nochmal, dass so gut es geht, viel zu bereden. Das Problem zu mir ist, dass wir extrem viel Junker, nicht mehr Lützburger, weil es relativ schwierig ist, weil die Lützburger gehen an die Vakanz, wenn sie können. Natürlich will man so lange wie möglich über Mann spielen. Wir hatten letztes Jahr leider den Pech, dass man nur 50 Minuten konnte gegen Schöffling oder Matcher wegen Dickrich konnte 50 Minuten mitteilen. Ziel ist also einfach, dass wir wirklich bis zum Schluss können mit dabei ziehen und einfach das rauszuholen, was dabei möglich ist. Marc van Schalli, Aschen oder letzter Saison, die ich kehre seit Jahren nicht mehr international dabei. Ich meine, dass die ein bisschen weh auch für die Aschen, die du so groß erfolgreich an der Finale vom Challenge Cup auch gestanden haben. War das das Ziel an der neuen Saison? Na, ich greife Champions-Titel vielleicht auch? Ja, natürlich. Ich meine, das ist eine Sache mit dem Kader, den wir haben. Vorausgesetzt, wir bleiben das Jahr mal verschont von Verletzungen oder von so vielen Verletzungen, die wir das letzte Jahr hatten. Ich meine, das eben so, das Championat war ganz eng das letzte Jahr, wo ich nach drei Spielen für den Schluss hätte noch können bei allem ein Champion gehen, dass es nur für die europäischen Plätze nicht durchgeht. Das ist eben so, das muss ich noch, das ist der Sport. Muss ich noch akzeptieren. Und, vielleicht, dass er doch gesagt das Tür für uns mit den vielen Verletzten, die wir hatten, gut, dass wir uns können auf Championat und auf Cup konzentrieren, dass die Leute auch Zeit und die schweren Verletzungen hatten, um an die Equipe zu fahren. Handball Dickrich, der große Verein von der Sauer, der auch schon eine große Geschichte hat am letzten Jahr Handball. Ziel für das Tür, den Titelplayer, wo greifen? Auf alle Fälle. Ich kann sagen, wir haben eine Dimension gegeben. Wir haben immens viel Erfahrung gesammelt an der ersten Liga letztes Jahr. An der Erfahrung wollen wir machen. Ja, also mit der neuen Struktur, mit dem neuen Komitee, mit dem neuen Trainer. Die Jungen sind immens motiviert. Sie schaffen immens hart. Kollektiv ist auch richtig da. Und ich fand, ja, kann ich schon viel Playoff mit uns rechnen. Der Kampf im Trophäen ist lanciert, die neue Saison ist noch heute gegangen. Und das war doch für den ersten FLH-Magazin an den nächsten Dekredier. Am Oktober dann Rimpf von euch zu sehen, aber vergisst nicht bis dahin. Wir sind Handball! Spielen, Mathe-Hilfe. Bei mir steht Claude Reda von der Red Boys. Claude hat schlecht zugefangen, für ich feiere in Tannen ein Rekord für die Joey Faber. Ab dem Moment hat er sich aber gesteuert. Er sieht nur 11, 16, 4.
Das muss noch der zweite Halbzeit bleiben, wie das also weiterführt. Ja, effektiv haben wir am Anfang nicht gut an den Match rausgekommen. Wir haben aber Röbewehr doch von der Bank auf dem Trainers in die Schraube ausgestrahlt. Und als Löser-Löser rübergekommen, das nächste Championatsmatch, hast du schon von den zwei Equipen schon eine ordentliche Prestation. Ich will so einen kahlen Kopf behalten und so weiterführen, zweite Halbzeit. Voilà, ich meine, noch bereit bei uns seid, die den Oben, den wir weit spielen, brauchen effektiv nicht anders, das zu suchen. Also so weiterspielen, so konzentriert weiterspielen wie an der ersten Halbzeit. Ich meine, da gibt es hier keine große Diskussion, wie als Wenke hier vom Terrain geht. Ob ich schon seit gesehen habe, wird weiter ausprobiert, was ich kann machen. Da könnt die Jungen in Jesper Segur, mal auf der linken Band ran, den auch platziert war. Am Lauf von der letzten Saison, also es geht weiter nur der Formel, ob ich das seit Gesicht für du gehst, Treppeus können 40 gehen. Gucken wir auch mal, Lenker, wie die Verteidigungsblick stehen, das gesagt, ob ich das seit, ja, ein bisschen so länger 4-2 aus, die Avalon nicht ganz, ganz offensiv, ob die 2,5 rausgeht. Boah, ob die Jan Hoffmann Giesen natürlich ein bisschen mehr weiter raus, mehr. Dann können wir direkt am Laufspiel, wo den Daniel Scheitern mit dabei ist, da natürlich ein Freiwurf für Red Boys. Mit gesagt, ganz gut, dass eben noch probiert wird, durch den Daniel Scheit anzulaufen, eben da auch die Verteidigung von den Nascher ein bisschen durch den Nähen zu machen und zu gucken, da eben Löcher zu reißen. Ja, das wird ganz interessant zu sehen, ob sich ob die neuen Spieler auf der Verdinger Seite vielleicht besser angestellt kriegen an der zweiten Halbzeit, weil die erste Halbzeit ihnen nicht so gut eben gelungen war. Ganz gut gesehen. Ja, Remenkeier. Remenkeier direkt reagiert. Sechste Goal. Guck mal, warum wohl, ob die anderen Terrain genommen sind. Erik, da haben wir schon, ging es so uns von vier Entscheidungen, eine Überraschung. Peting hat 11 auf 26 gegen Bierschirm Hand und hat noch 30 Minuten, also du schenkst kein Ofi um Terrain gewischt zu sehen. Das ist auch überraschend, den Ekar. Den Ekar ist ganz überraschend, dann der Jaffras fragt, ob Peting hat mit 6 Goal der beste Bütte an, hat auch schon 2 mal 2 Minuten. Ich meine, du hast halt nicht viel zusammengelaufen. Dann die Janger Kloa Sachlach, die geht zu Kärschingen. Die Kärschinger sind 20 auf 8. Gegen Dickrich 4, boah, das ist ein Resultat, das sich so konnte erwarten. Und dann aber die Überraschung, kennt an der Pause von Diddling. Und zwar sind da die Schöfflinger an der Pause. 14 auf 13 gegen die Diddlinger 4. Domada hat da, denke ich, definitiv Gurkin gerechnet. Ich hatte gemein nach einem Gespräch mit dem Präsidenten von der Schöfflinger-Equipe. Und schon gesagt, Junge, wer dir mit lang gut bleibt, wer da mehr Chance hat, dann noch der Gegner mich nervös geht, besonders weil für heute den echten Mensch ist. Und er schenkt sich das irgendwie zu Herzkoll und respektive seine Equipe, dass man auf den Weg geht. Und muss man mal gucken am Ticker, wie das sich dann da weiterentwickelt, wo du heute den Ding schon ursprünglich 11-4 hast. Und der Festival Daniel Scheidt geht Ried 4 und den Daniel Scheidt, den Lo, ja, die feierlässt Gola an dieser Party geschossen. Das sieht relativ alles, Daniel Scheidt, den, wie gesagt, ein so ein Vertrauen hört einfach aus sich, dass es, ja, und Hanne Nass wirklich Lo, ob Brett Boys seid, als du Button umgegossen gehen und umgeriert gehen, pardon, und du hast den Moment gut gehen durchkommen. Ich muss allerdings auch sagen, dass du vom Vassilak gehst, du musst einfach mehr kommen, das also ein bisschen enttäuschend. Guck mal die Verteidigung. Ja, ja, sie ist natürlich auch ganz aggressiv. Ganz aggressiv. Du hast nur einmal gefühlt, sie sind aus einer 6-0 rausgerickelt, dass du einmal ein 3-2-1 tust. Ja. Sie sind da ganz variabel. Ja. Und ich meine, das guck mal, wie sie noch 4 gehen, ein 3-3 ist nur durch. Ne? Also das ist natürlich ganz schwer für einen Angriff, sich auf so ein flexibel Verteidigung anstellen, die sich von den Sekunden von der engen Formation praktisch perfekt auf einen Ganger umstellt. Und ich meine, da hatten die Ascher wahrscheinlich nicht so gerechnet und so hat die Idee von Dingen eigentlich auch die letzte Saison nicht gekannt. Der Name ist an der Lut, das heißt, dass nicht mehr viel da Deifel lang zu werden. Und Tom Kreier, den lo scheiße geht, an den lo das Kreier den Ball ersetzt. Gente Jokanovic, den da lo schon eine Menge zahnt, am Anfang 100 Meter Halschen. Zwei rausgeholt, also die schenkt definitiv mehr wie heiß zu sein. Die letzte Saison wäre noch. Ein Goalkeep aus dem Championat. Das ist ein hart Matcher, wo ein richtig gut war. Ein harter Matcher, wie du gesagt hast. Okay, da tut also wirklich keine Verstärkung. Aber heute also da war definitiv der Abend als hier eh von denen, die Truder hier am Grab und an die
machen, dass das Schiff von der Red Bulls, dass das aber an dem Moment der relativ ruhige Gewässer nervös. Mit einem Avance für 6 Goal, ja, nun muss ich den Andrzej Golbiki natürlich. Oh. Ui! Das war die aber nichts Schlimmes. Die nächsten 2 Minuten, Stroh, Kütteto. Und natürlich ist den Jan Hoffmann noch direkt auf 100.000. Ja, das ist. Von 2 Minuten gebe ich zwar nur wirklich nicht gehen. Also, es war ein Fehler mit 2 Minuten, ohne Schlodo. Nicht gesehen. Vielleicht von der Zeitclub gesehen, da sei es vielleicht besser. Das war für mich ein ganz normaler Aktion. Gucken wir mal, Lenka. Das gesteuert ging ganz klar. Ich muss mal so, und der Ball, der war ganz gut von den Ascher rekuperiert. Du die Idee-Verdinger ein bisschen geschlafen gehabt. Nicht damit geraschen gehabt. Trainer, den Jeremy Russell, den auch den Hoffmann beruhigt. Ich meine, das ist ganz wichtig für ihn. Ich meine, das ist wirklich bekannt. Von kleinen Mund aus sich, dass so ein kaputt. Ein Hitzkopf war es, ja. Und du hast wichtig, dass ein Trainer eben wirklich. Ich habe steht ob und geht effektiv keine 2 Minuten. Ich habe gedacht, das wäre auf die Hand geschlagen gehen. Bon, das schenkt auch nicht der Fall zu sehen, auf alle Fall. So, loge die Diskussion mit Moritz Bacco, den Luft und Tenner muss. Weil eben den medizinischen Staff auf dem Terrain kommen wird, dann bedeutet, dass der Spieler muss raufgehen. Das ist eben die Regelerklärung für die, die noch nicht allwiegend beim Handball dabei sind. Ja, der Jeli Nijerimen kann ja den auf der Seite auch ein bisschen zweiter Coach sozusagen spielt, den das wie gesagt im Moment von der letzten Saison war. Ja, die Ascher brauchen Unterstützung. Sie gehen die Supporter genug abgefordert, ihre Stimmen ein bisschen zu heben, weil das ist genau das, was die Ascher brauchen. Sie brauchen die Unterstützung von ihren Supporterinnen, weil sonst geht das dort ein ganz hart Nuss für die schwarzen Abend gegen die Weiß, die zwei Red Bull Station mit den Abend der Weiß spielen. Aber wie gesagt, da könnte man einfach... Ein Pass auf den Hoffmann, also der natürlich da gut reagiert hat an der Verteidigung, wie das du dir nicht viel kommt. Weil erzähl dir, wir sind hier um echte Spieldach natürlich reich, dann sehen wir es nach lang. Aber natürlich gerade fand es der Heilo um echte Spieldach die Kippe gehen nicht, bin aus der Enttäuschung von der letzten Saison waren. Die haben uns mir ganz klar gesagt, wir als Team da reich und dann so, wir wollen Champion gehen. Dann hast du aber schon ein Match, den auch für die nächste Spiel, die ich immens wichtig ist, weil das geht natürlich auch psychologisch, ne? Ja, psychologisch. 6 Goaler Haudlo, 4 Bass als Defendinger Kipp, gehen den Top-Favorit. Ja, voilà, ja, das war sehr einfach. Also, den ersten Ball, den du verschießt. Den ersten, den Daniel Scheidt verschießt, den werden Ball den einfachsten, den du leihen hat, weil kommt Ried auf den Goal und du hast Verteidigung komplett geschlafen gehabt, dann, ja, du musst einfach, ja, was sie lag, ist den nicht schießen gehen, dann, ja. Das soll man da so. Und das ist also ein bisschen ein Spiegelbild von der letzten Saison. Dass an den wichtigen Situationen sind es nicht die Ausländer, die jung mit der Hand hüllen, mit der sich der Gegendeel. Und das ist nie ganz gesund, wenn es so eine Situation ist. Und das schenkt sich auf Mannstwert den Alexandros Vasilakis, der auch aber an der Bundesliga einer Sache gesehen hat, wie das heute. Mit denen den einfach auch zu einer Saison ein bisschen Vertrauen ja, nicht hört an Rimm. Ja, da war Telefon, komplett telefoniert, die passt da. Und da geht sie ja praktisch um 12 Meter am Blut, dann schießt der Goal. So, er lockert nach der Julien Kohn nach 2 Minuten. Also der Jan Hoffmann, der momentan du super Job und da hat er also den dritten Ball, ja. Vielleicht Angriffer, den du aufhängst, ganz reaktionsschnell. Guck dir schon mal die Defendinger Verteidigung auf wirklich schön. Du den Plantan, du Hannen, den rausgeht, dann ob der Vasilakis du das Spiel verhindert, dann den Hoffmann, den dann du rausgelaufen kommt, du auf der Halver, den Ball aufgefangen und dann kommt er nach. Du hast einfach Bewegung dran. An einerseits gesagt, auf der anderen Seite Kipperspruch, du hast nicht unbedingt, das wird die Deutsch ein Aufbäumen nennen, zu erkennen. Du gibt zwischen dem Ball rundherum gespielt, da gibt Fehlpässe gemacht, die Interzeit, die hat können gehen. Und dann sagt, voilà, mal der Luca Tomassini, der von der Bank, dann den dann mal einen anderen Impuls setzt, den sich an der Mitte einfach durchsetzt. Ja, vielleicht dass es doch das, was fehlt, dass mal einen von der Bank geraken, dann die anderen ein bisschen rissel, dann sieht so, lo, muss man einfach mal dagegen teilen, weil effektiv ist es, die 6 Goaler haben, das ist psychologisch lo, nicht das allerbeste, wie in die neue Saison raken. Gucken wir mal, noch daheim. Noch daheim natürlich, das ist ein Heimfeld, Publikum hat da
Ja. Und der Planta setzt den dort noch ran. Guck mal nur mal vielleicht, ob die Verteidigung ein bisschen von den Dave-Dinger, was mal ein bisschen abgefallen ist, die letzten Minuten aus. Sie fängt an der 6. Minute an, sie kommen da ganz offensiv raus. Sie stehen wirklich heich. Und sich dann, was du dann am Angriff musst machen, das mit Anlaufen, mit Kreuzungen, du musst eine Bewegung sehen, du musst auf den Goal abzeigen. Nächsten du Time musst die Löcher, die du entstehen, einfach ausnutzen. Und du hast auch mir momentan einfach ein bisschen zu statisch, du am Angriff. Vielleicht fällt Moral auch momentan ein bisschen am Anfang ganz gut gelaufen, und dann sieht die Idee für den so, vielleicht Moral ein bisschen vorders. Aber du hast das, wie du siehst, das Aufbäumen, das musst du dann aber auch gesehen an der Körperspruch. Du musst du rangehen, auch wenn es dann reinkriegst. Geh ran, zeig auf! Luca Tomassini hat ja gewusst, dass es kann gehen, noch am Ende gehen den vielleicht mal eine Chance sichern zu gehen, aber das man nicht genug Fluss dran. Ich will da wirklich nicht um Alexandros Vasilakis festmachen, aber ich fand, ich muss einfach da mehr kommen. Ich muss die Jungen auch mit der Hand holen und so. Guck mal, so geht das gemacht. Das geschieht nicht, dann da stellen ich mal vor, da kannst du einen Dimitri Mitrea spielen lassen, in dem Moment, den vielleicht dann ernst das könnte, der vielleicht mehr mit der Vitesse dann in dem Moment könnte, dann der vielleicht darüber kann etwas umreißen. Was du ganz klar am Tamar auch bei den Nascher gesehen hast, das ist das, was du viertel gesucht hast, das ist einfach der Charakter von Jelinic. Jelinic hat auch Lodor im Tour da gerade geschaut, das ist der Leader an der Equipe. Und ich habe probiert, das Feuer hier rüber zu bringen. Vorher ist natürlich, es steht nicht um Terra. Und das auf der Bank. Du brauchst eigentlich so einen um Terra. Mhm. Den du die Impulse da setzt. Und an der Körperspruch, der holt die hin, wo du draußen wird. Ah, du siehst, der Planta, den der Kohl decken könnte. Die Jänger Halluft, die auch schon um den Meter raussteht an der Verteidigung. Ja, und da musst du genau das Tote machen, weil du hast ja gelacht, du musst da probieren ranzugehen. Das ist einfach, ich meine, den Trainer von den Red Boys will den Escher permanent neue Aufgaben irgendwie oberlegen und die kriegen sie den Moment einfach nicht gelöst. Sie sind mit der ersten überfordert, da können schon die nächste und die übernächste quasi an derselben Stelle. Und das ist eine Situation, und sie kriegen nicht einfach im Moment nicht gebacken. Das definitiv. Also, wenn du so variabel verteidigen kannst, dann hörst du eine enorme Stärke auf deiner Seite, weil du die letzten vier Angriffe und so vier Mal das verteidigst. Mhm. Und da kriegst du dich auch nicht auf die Verteidigung angestellt, und da fällst du doch kein Mittel mehr. Guck mal, steht Premium 6 Meter. Guck mal, die stehen alle auf 9 Meter rausgerickelt, das freut steuern. Also die spielen wirklich so... Für mich nicht der Podversitz, das... war ein bisschen zu spät. Das klar, die kannst du gehen, die dort... Du hättest schon gesagt, du musst nicht gehen. Du musst nicht, wie du kannst. So gehen die Meinungen all das nicht. Das war nur die, wo ich fand, die lo am Monsten... offensichtlich. Ein Hunger bisschen hat einen Runder, was du danach drauf gehst, dann musst du doch mal rechnen, dass du doch mal kriegst. Also Roussel, sein Trainer, sieht ihn dadurch direkt los, hat ihn durch Runder, sonst fällt ihn. Weil das genäht hat, was geschieht das. Und natürlich für die Escher gut, weil sie hat ein Zeitspiel schon gewesen kriegt, dann kann es dann natürlich eine 2-Minuten-Strafe kriegst. Sie gehen immer, was mich auch ein bisschen überrascht, sie gehen dann immer den schweren Weg, sich über die Band. Und Tom Krier, den aber schloss schon ein paar Schecken gegen Jokanovic hat. Und Jokanovic, den natürlich riesengroß ist. Und wenn der von der Band den Neck zumischt, da bleibt nämlich ganz viel Platz. Und das ist ein bisschen überraschend, dass sie dann die schweren Weg sicher gehen. Auch an den Eventuell besonders, wie das probiert wird. Den Milchsten Weg zu fahren. So, schauen Sie mal, der Sascha Marzadori mit der Ursting bei den Weißen, den hat ich letztes Jahr nachher zuerst gespielt. Voilà, da muss man mal gucken, was der Sascha Marzadori gegen seine alle Kumpanen mischt. Den hat sich bestimmt doch. Da geht nur die andere Seite rüber und dann, der Gola Seidel, nach immer. Da tun die Ascher nicht richtig realisiert. Nein, das ist das, was du für dich gesucht hast, die Reaktionsvitesse, dass du einfach reagiert, dann du ihn vielleicht dann noch rablehrt. Es kann ja mal Sinn, dass du dir was heißt. Nee, du musst dann einfach von der Bank so und dann läufst du schieß mal ein auf den Goal, den ist eitel. Sie haben die Konto auch nicht gut ausgespielt. Ich meine, sie haben sich da auf der Band festgelaufen gehabt, kein Winkel wie gehabt. Vielleicht doch ein Mecker für den defensiven Repli von du war die Hand angesieht. Ich ging so und das ging 2 Minuten. So. Mal gucken, ob es so geht. Also bitteren, für mich, hallo, du, voilà. Ja, genau. Ja. Tom Mais, Hand war am Gesicht. Mir schaut das natürlich interessant. Du hast Feier gegen 6.
Du musst einstecken, du hast nicht die schwere Weh, weil bei 4 gegen 6, du musst einstecken, Bahn zu sichern, die du dann auf der Goal ziehen, Spiel breit ziehen, Schnelligkeit rabringen. Und dann ein Schavoglu an der Verteidigung, müssten die Aschalo ganz heiß stehen. Praktisch eine Manndeckung, ob die 2 halber machen. In den 2 Minuten müssen sie gucken, ein bisschen beizukommen. Dass sie die 2 Minuten vielleicht so mal 2-0 gewonnen und dass sie da mal dann mal ein bisschen an den Menschen rankommen, ein bisschen beizukommen. Die Jelinic Aschalo im Terrain. So, da geht der Vasilaki ist da hin. Geht ran. Geht die schwerste Weh sich, für den Ball danach zu drehen. Aber bon, glücklicherweise hier geht er ran. Glücklicherweise für die Aschalo. Da guck mal, da müssen sie ja effektiv offensiv raus. Sie gehen nicht ganz offensiv raus. Sie gehen nicht ganz, aber sie gehen ein bisschen offensiv. Da geht der Barkov ein bisschen steuern. So, Goalkick von der Deiferdinger natürlich raus. Man, das muss doch da machen. Bei einem kannst du darüber diskutieren, bei zwei musst du das machen, weil ja, sonst kriegst du keinen Angriff abgezogen, der gefährlich geht. Und du musst auch sofort probieren. Du hast 6 gegen 6, der Plant hat es dran. Ja, du bist natürlich auch für die Escher doch schwer. Mit der Situation, den Goal an Seidel. Voilà. Goal vom Goalkeep. Das, was ich vier Drucke so tun. Der Goalkeep geht wisch, wenn du so einen Ball arretierst. Der Goalkeep ist raus und er war zu viel. Für die Goal, die dafür wunderbar beherrscht, dass der Chris OG zu Kerschen, den hat er mal am Weiß. Auch schon, an schon an der Nationalkippe rumgerutscht. Das ist schon ein taktisches Mittel. Das geht auch trainiert im Training. Forcément, muss ja. Wie das ein taktisches Mittel ist, muss es natürlich gemacht gehen. Nach ein paar langen Minuten war es schon den 2-0 an denen mal nicht 2 Minuten kriegt. Ja, lo muss feiern natürlich auch ein bisschen übersprungen auf Tribünen und dass du die Unterstützung von den Escher Supporter könnt, die gewinnt sind, zu machen. So, du guten André Gulpicki, als ob da sei Dorlo warm. Und du hast den Feier 2, den ich auch gekündigt hat, den Sascha Pulli, den 4 an der Spitze steht, der Bachhoff, der noch da steht, 4 eben das Abziehen Dorlo an der Iwazuel zu verhindern. Die Deiferdinger, die da aber noch relativ gut lesen, der Fehler sicher gehen provozieren. So, schaut mal der Bank geschwert, den habe ich den Ranker, den sich, den nicht immer da zufrieden ist, wie ich von der Bank, von der Escher Bank da raggeschwert, raggeruft geht. Und da gibt es den Marin Knesisch und den Henke bleibt, dann ist der Goal Remenka frei, mit Luk. Dato aus. Ui, und da, griechisch Remisch. Das geht 2 Minuten, ich meine, da gibt doch gar keine Diskussion. Griechisch Remisch zwischen dem Tom Kreja und dem Damir Batinovic. So, gucken wir mal, was. Das geht 2 Minuten. Na, bitte, möchte natürlich, muss es 2 Minuten gehen. Tom Kreja, den das gar nicht versteht, den wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, Hund Mimik, dass er gesagt hat, hier nur da gekremmt. Ja, war. Ja, mir bon, das ist natürlich, probiert den anderen Spieler in einer Situation noch den Fehler ein bisschen zu provozieren. Gerade lo, du bist an der Innerzuel. Du willst natürlich auch Zeit gewonnen, da geht aufgepafft, da kannst du schön gemütlich dein Freiwurf da aus, wenn du kannst gemütlich aufbauen an die paar Sekunden noch, wenn dann immer 4-5 sind, die wirst du dann natürlich gewonnen. So, dann möchte Kapitän Alain Sekan sich auf Red Bulls Zeit warm, dass der wahrscheinlich auch mal seine Spielzeit hier kriegt. Ja, und da das sie dem Terrain ein bisschen mehr equilibriert, dann sind just nicht nach, wenn man das richtig gesehen, knapp 10 Sekunden, wo die Red Bulls nicht zu sind, dann also bringen sie schon mal direkt die 6. Feldspieler ran. Voilà, du hast Zeitstrafe aufgelegt. Und dann ist natürlich auch der Goalkeeper im Do. Voilà, lo gucken sie, da war der Knesu schon durch. Schäf Hand gemacht von Batinovic. Bei den Loden Deiferdinger muss auch rechnen, das soll ich noch mal ruhig suchen. Bei ihnen sind, wenn du den Sieg an Racken, just 2 Spieler gewischt, die dann halt nicht, also bis Lohn nicht zum Ersatz kommen. Und das waren die 2 Jungs von ihrer Equipe, ja. Den Alting an den Manderscheid. Und auch den Aldin Sekan, den er dann auch nicht. Und den Aldin Sekan, den aber auch schon Chakad ausführt, also wohl auch Nachwert kommen, gebe ich so natürlich den Goalkeeper, den zweiten, wenn du so in Richtung du hörst. Und die Escher natürlich an der Innerzuel den Goalkeeper rausgeholt, sind dann noch zu 6 im Terrain, lo gilt doch Doremenka nicht den Ball unnütz verlieren zu gehen. Voilà, oh ja, dann Christian Bock geht auch so. Das geht 2 Minuten. Könnte Sascha Massadori auch mal 2 Minuten. Das geht 2 Minuten, also das quasi drin gebiedelt, die Doten. Ja, da hatten die Escher Molenke ja aus sich gut isoliert kriegt der Christian Bock, den da in einer ähnlichen Situation natürlich gegen den Sascha Mazzadori klar übergewischt wird, dann hat er noch
immer zu kommen, dann eine 2-Minuten-Strophe. Du musst drei Boys aufpassen, dass sie der nicht zu viel abhängen und dass sie dummer dann nicht den Gegner stark machen. Weil nur sitzen sie einfach quasi permanent auf der Bank. Also für mich sind sie momentan so undiszipliniert. Ja. Sie gehen zwar drunter, das ist positiv. Aber sie gehen schon einfach zu viel 2 Minuten sichern. Und das ist ein Spiegelbild von der letzten Saison. Wo sie auch auf verschiedenen Situationen, aus solchen Situationen, den Menschen am Griff hatten. Und dann durch so undiszipliniert. Wenn man mal geschwungen könnte, dann. Was nicht zu machen. Also bist du hier als Pult gefährt, weil den Daniel Scheidt hier rausgesprint kommen so ein quasi bei uns hier im Schirm hängen. Nein, also wenn du hier auf die Eis du lernst kommen. 70 Minuten ungefähr nach heute zu spielen, nämlich gerade. Und Red Boys hast noch immer 5 Goal auf 4, das ist der EK, den sie an der Pause hat. Denn die Escher waren lo. Ein bisschen beikommen, aber sie haben aber direkt und den Ball quasi schon verloren. Ja, und den Moritz Barco, den hat es richtig schwer, für sich im Kreis durchzusetzen, gegen den Jan Hoffmann. Guck mal, vielleicht eine Viertelstunde für den Schluss auch noch ein Kopf die anderen Terrain. Nachdenken, das ist übrigens die letzte. Die letzte Tomo für die Escher. Die Peitinger gehen immer daheim gegen Bierschirm. 21, 47, und das noch eine Viertelstunde spielen. Ui, vielleicht machen die Bierschirme ziemlich voll. Diddling, Schöffling, Enk, 19, 18. Zwei sind die Diddlinger, nur Goal 4, ich meine, ein Goal aus Neisch. Leid doch eine Sensation, fällt an der Luft. Los, mal gucken. Und dann die Kärschinger, 32, 19, alles am Griff, geht es auf. Das heißt, Kärschinger und Bierschirm, du, die relativ geschält sind. Der Lieder heißt halt Bierschirm. Da muss man das mengen, ich kann nicht los schon, du brauchst ihn. Nicht hellseher zu sehen, wenn ich logisch ist, denke kurz du an den Tormor angucken von Manje Gulbiki. Da geht den Remenker ganz, ganz hart. An das, wie es dafür gesagt ist. Und dann zieht er sich zurück und dann ist der Jelinic, den überhält effektiv. Den hört wirklich, wie sie von einem Co-Trainer, den hört natürlich letzte Saison auch am Ende der Saison gemerkt. Zusammen mit Marc Fancelli. Wobei hier nur sich nur der richtige Trainer war, weil hier war den gut gefeuert hat. Sie sichern noch einmal hier Formel. Sie sichern noch einmal die optimal 6, die sie können auf den Terrain schicken. Den Andrzej, den dann Remenke ja eh vom Terrain schickt. Da könnte Felix Werdl mal Remenke haben in einer langen Zeit. Sascha Pulli haben auch lange Zeit mehr gesehen. Das wird wahrscheinlich logischen, dass sie das Spiel wollen sehr machen. Sie holen mit länger ran, die vielleicht dann nicht in den können gehen. Vielleicht auch da Remenke 2 Minuten können sicher gehen. Du musst noch mehr Risiko gehen. Ich meine, du hast eine Viertelstunde für den Schluss 5 Goal an. Du hast nämlich für du Lewis abzuspielen. Du sollst nicht Überhasliches natürlich machen. Das ist das, was die Vassilak ist. Gut kann den Ball mit einer Hand an der Lut abholen und dann direkt rasetzen. 44 Minuten sind nicht gerade gespielt. Und den Match ist nach weit auf eine beste Idee zu sehen. Natürlich schon Trad Boys eine kleine Option geholt. Ob ein Victor de Novo. Melo geht aber besser sein, definitiv. Viel mehr offensiv verteidigt, du gehst quasi aus der Schule 2 Leute Mann geholt, aber dann darf natürlich der Kreisläufer nicht so lang sein, das darf nicht geschehen. Du darf so ein Spieler wie den. Und er lädt schnell mit an den Fehler auf den Kreier, den du gemacht hast. Ja, sie spielen nur mich schnell, du mal da forcieren, du für von dir für den natürlichen Fehler. Vielleicht doch mal den zu laufen. Und du warst natürlich auch laut anderem schon im Moment gezickt, wo er Tandem gesehen oder nicht. Mit das was du machen musst, wenn du über zu einer Krise Fehler provozierst, dann. Ja, das ist richtig, Stürmerfall. Kannst du mal ruhen. Stürmerfall, der Christian Bock geht an den Mann ran, räumt den Jan Hoffmann weg und dann hat zwar den Alexandros Vassilakis frei bunt, aber der hat dann einfach durch einen falschen Block dann in dem Moment frei kriegt, dann da kannst du natürlich als Arbiter nicht laufen lassen. Das ist ein super Ausspiel. Das darf nicht 4 kommen. Der will nicht 4 kommen, dass der Ball nicht geht. Mehr effektiv, so einfach darfst du das nicht gemerkt kriegen. Ne? Wenn du so dein Ausspiel kannst durchziehen, ja. Normalerweise du vom Pivot geht 7 Meter, das geht cool, dass du das verschießt. Ja. Das ist eine von der raren Situationen, gerade mit seiner Erfahrung, die er noch hat. Und was jetzt steht sich beim Trainer und chillig, dass er den Ball nicht rückgekriegt hat. Musst du noch Ball, ich meine, früher hat man. An den Jugendkategorien hat man gesagt, du gehst die 10 Pumple machen. Ja, Sascha Pulli, du gesagt, ihr noch den hört Vertrauen nicht. Dann da geht es direkt Zeitspiel angewiesen und da muss etwas geschehen.
Und dann hast du Remenker, der riskiert Spieler kommt. Über drei Mann so, rüber. An der Mitkehle gespielt gehen, du lungen, da lo Feier um Boden. Guck mal, wen du abkennt, wen Mann gut abkennt. Die zwei Lechthäfen sind schon los, Christian Bock am Nandas Podversic. Nee, das ist ob. Hier ist besonders offensiv. Und das ist etwas, was Andrzej Gulbicki auch geschwert hat, dass an der Präparation du nach vieles nicht so ganz rumgelaufen hast. Und das gesagt, noch haut an dem Match, dass du nach viel Sand im Getriebe gibst, die Deutsch so ein Aussagen, dass du aber wirklich muss andere Lesungen finden gehen. Ja, vielleicht doch ob der Martin Müller gewährt gehen. Martin Müller, den für ein Match nur so, dass sie dann erfrischen, dann rund zwei Monate können dabei zu sein. Ja, voilà, und dann ist die nächste Interception von Jan Hoffmann, den wirklich einen wunderbaren Indianer durchspielt. Da kann ich nicht anders das so. Er geht wirklich tisch die Linien immer rumfischen und ja, er spielt die Indianer-Rolle durch Perfektion. Und ja, die Escher holen Batinovic an Hoffmann natürlich ein bisschen mehr am Mann. Also müssen sie natürlich aufpassen, dass nicht Hanna läuft gehen durch die Plante. Ja, das variable Spiel da von... Ui, da... Komm mal. Ui, ja, die Escher, die vom Spielplan hier natürlich mehr spielt, direkt das Schwergewicht repräsentiert haben. Vielleicht tun sie aber die Chance, sich Rimm zu kaufen. Und später am dritten Spiel, da spielen sie gegen Schiffling und dann noch gegen Dickrich. Weil da war vielleicht der Montre Gulbicki auch ein bisschen an Kart spielt, weil ich meine, hier ist Joch neu als Trainer, du, und Gauri war was in Zeit als Trainer, wie es tatsächlich alles die Automatismen von Spielern kennenzulernen, und auch Spieler sind schon ein Trainer gewinnen, das sind Sachen, die nicht von Haut auf Mühe funktionieren, mit ihr auf der Day von der Seite, die schon haben die 20 Minuten, hat das auch nicht so funktioniert, du noch ein bisschen besser. Ich meine, du überall bei den Clip, wo du das für einen neuen Trainer hast, komm, wir gehen in den Multiron und da gucken wir, wie bist du in der Glava. Und dann müssten sie eigentlich das auch verinnerlicht tun, was ein Trainer von hinten war. Dann der Trainer müsste den Kibo ran und auswendig da kennen. Aber du schwätzt die erste Saison von neuen Trainern. Das sind da bei denen fünf, die wir genannt haben als Favorit auf Meisterkrone, wo ihn dann eben schon muss so in das Painting du wahrscheinlich. Der Rhythmus der Saison nicht schenken können zu halen. Ja, du hast es aber bei Bierschem, den Adrian Stutz, den neuen Trainer hast. Hier ist es auf welcher Seite Andrzej Gulbicki, den neuen Trainer hast. Und auf der Boys Seite ist es der Jeremy Roussel. Wenn ich weiß, was für ein kurzes Präparationsfest das den hat, dann musst du so etwas, diese Lodo aus dem Steg geschlagen hat, für die dote Leistung den Aufenthalt können aufzurufen, das ist nicht allzu schlecht. Du, die kennt ja auch Lützburger Handball nicht, also was ich kennt nicht, wenn du guckst, André Gulbicki auf Escher seid oder ist dort noch zu Bierschirm, die kennen das Championat hier anderen auswendig und hier kommt du plötzlich aus dem Frankreich rüber, das ist ein ganz andere Situation natürlich. Ne? Du konzentrierst aber, was vielleicht der Vierdeel dann hast. An der Situation als Trainer musst du viel mehr auf den Stärken eben besinnen. Ja, einfach auch im Duenker. An auf den Equipe gucken und dann du analysierst natürlich mal das Video von der letzten Saison, dann Gegner, ein bisschen Spielphilosophie mehr. Kann ich vielleicht auf besser Seite auch im Enker nur denken, noch wenn du wirklich nicht um Bukovina Song vielleicht auch im Enker nach der Goalkeeper zu wechseln, zu probieren, ob man es, ich meine, ob es nur ob 6 verlierst oder ob 10 oder vielleicht nach Balkans. Das dann einfach mal den Challenge wäre, dann ja, den Tom Kreier, den verzweifelt um Jokanovic. Da. Dass nicht weit genug rausspringt, das sicherlich eh von den Bahnspielern hier am Land, den die beste Sprungkraft hat. Der sieht, wie lange an der Lucht aus an einfach kann der Jokanovic wählen, eben so riesengroß aus. Und danach kommen noch die langen Arme dabei. Ja, da geht der Goal natürlich. Der Junge hat ganz gut Stellung gespielt. Der ist Winkel richtig gut so. Also, du schläfst ihm natürlich auch sein Gries. Der möchte ganz gute Matchout genommen. Man hat ja am Anfang vom Match gesagt, jetzt kann auch der Goalkeeper kann noch ein Faktor in den Ofen gehen. Und hier ist definitiv in den Ofen. Wir müssen natürlich auch so, die Ascher schießen einfach auch nicht exakt genug. Verschiedene Schüsse sind auch einfach haltbar. Luca Tomassini, den lo ein bisschen den Indianer spielt, lo kriegen Fred Boys. Zeitspiel gewesen, ja, und dann der wird aber nicht so einfach. Und da kriegen sie den Ball noch zurück. Ja, können natürlich erst im Raum, können natürlich erst im Raum zurück. Ja, aber du musst probieren, das zu verhindern. Absolut.
Ja, du hast nach sowohl defensiv wie offensiv bei den Aschern nach viel Luft noch, wenn wir probieren, Sascha Pulli auf der Band. Es gibt, ich weiß nicht, wie viel die Abstellung das heute Lodenhofen schon ist. Es gibt langsam jetzt probiert, umzulehnen. Es fehlt noch Schiss, dass den Vasilakis auf die Linksband geht. Das hat man noch nicht mehr. Für den Rest geht alles probiert. Dann, ja, dann hast du den nächsten Ball verloren. Dann, ja, dann hast du Marin Knees. Charlie Plantin am Nee, oh, den schreibt auch mal hin, den kann auch mal in den Lärm setzen. Aber ich meine, du natürlich, das darf nicht viel kommen, mit der Basel 6 Cola 4, du, das hat mir genug beim Leferdinger, das ist auch nicht mehr lo, so bissig wie nach Lo, von der letzten Konsequenz gespielt. Du hast natürlich auch einfach die Basel 5 Cola 4, du hast Momentum auf Dinger Seite, gute Goalkeeper dran, was immer brauche ich das. Aber bei den Aschern, wo ja nichts zusammenlebt, aber was nicht nichts, aber nicht viel ja zusammenlebt. Weder an der Verteidigung, wo zu viel einfach Schiss abkommen, nach einem Angriff, wo sie keinen richtigen Aufschluss fanden, dann müsste das psychologisch doch Dinger sein, dann rollt das Match einfach. Ich denke noch, wenn das so weiterlebt, dann die Defa-Dinger sich noch nicht da mullen, dann ist das Match diese Idee hat. Natürlich kann am Handball immer ganz viel geschehen. Ich ging Plante, so, sie müssen das Match heimbringen, so wie Lo die letzten 20 Minuten halt gelaufen sind. Chance für den Christian Bock, weil den wäre aus sich quasi am Seiten ausgewischt mit das richtig natürlich die Decision von den Arbitern für drinnen Fehler zu pfeifen. So, Le Mans, die zwei Seekernbrüder sich halt warm an den Tom Meissner auf der Seite. Geht eventuell sogar einen dreifachen Wiesel. Vielleicht noch ein bisschen frei für das zu machen, aber bon, da kommen ja aber Leute ran, die noch nicht für die Echte an ihrem Leben Handball spielen. Also das ist auch nicht so, dass das eine Schwächung für die Kippe an der Jokanovic hält auch den toten Ball raus. Und der war wirklich nicht schlecht geschossen von Christian Bock. Der hat den Ball alles richtig gemacht. Als irgendjemand an der Fan zu lernen gegangen, am dritten Ball. So, und du hast den Luca Tomassini, den du am Basket gewesen so ein gutes Stil hätte. Und da hätte ich schon Ramon Tomassini. Ja, Luca Tomassini, dem ganz gut gefällt. Den wird gedruckt schon ein bisschen die Kipp matt gerappt. Den Claudio Zafisan, den probiert ob man es. Hallo, können doch ein bisschen Stimmung auf der Tribüne, aber das ist das, die Ascher brauchen, weil sonst kriegen sie es ganz, ganz schwer, hier am 9 Minuten noch ein Kabel zu kommen. Du hast am Ralenti gesehen, wie der Goalkeeper rankommt, ja, schnell reagiert, tut den Ball dann noch ein in den Teil, also das ist schon wirklich Weltklasse. So, Adin Zekan hast du bannen, Tom Meis hast du bannen, das ist die zwei von denen drei sind rankommen. Ich wüsste den Adin Zekan, den anderen. Und die möchtest schon eine Viertelstunde halb ja, haben. Ja, richtig. Das war das für ein Spiel von Tom Meis. Ja, so, der will auch nicht die Larifari-Mengen spielen zu müssen, weil dann kann es noch ein bisschen spannend gehen. Das war wirklich nur ein Spiel, wie es nicht hätte müssen an sollen sein. Ich kann mir vorstellen, dass der Trainer der Origin von ein bisschen Rose geht mit seinen Spielern, was sie so, so dumm mit den vier rumbringen. Ja, gut gespielt hat heute. Und dann verleiert Moritz Bakko den Ball nach wieder. Das ist schön, weil das war auch so ein gut ausspielt, denn Vasilakis war das gut sicher gegangen, aber den Kreisläufer, der für Saloui kommt, kann den Ball nicht mitzuhören und verwerten. Du hast den Sascha Pulli mal rum auf der Mitte, ja, der noch keine Lesung du direkt findet. Verteidigung von der Red Boys steht noch immer. Die das kann ich immer, nicht anders ja so sagen. Schäfer voilà, Mieli nicht musst, gespielt hat, voilà, voilà. Aber schon rum. Christian Bock probiert zu drehen und dann hast du Jokanovic an. Ich gehe für Lobal so, und das wäre ein relativ hier entscheidender Ball gewesen. Weil, wenn du Lo den dort noch abgedreht hast, dann hast du können noch drei Goaler beikommen. So, Roussel Gedorlo nach Renka. Und Thomas, das geht uns vielleicht doch Zeit, um Renka auf die anderen Terrain gucken zu gehen. Aber einfach gucken wir mal ein bisschen, wie den Jeremy Roussel die Ausspruch du hältst. Nur, das ist kein Grund für Lo, irgendwie du mit seiner Equipe zu scheißen. Dann kann der, das ist relativ rüber schauen. Relativ tief und entspannt und nicht mehr doch. Du gesagt, ich kann groß schätzen. Wie gesagt, den hört nicht unbedingt den Bismarck hier drinnen zu fachen. Und der Jokanovic, den hier aufgeklappt wird, von seinem Compère, Sedin Suso, der auf den Peiting rumkommt.
Ja, weil natürlich den Painting ohne dann Karte gespielt hat. Schenkt, den, auch wenn wir auf die Anzeige gucken, schenkt zu Diedling aber keine Überraschung zu gehen. Die sind nur 24-4 gegen die Schöffling. Also war knapp, das Resultat hat man auch nicht so erwartet. Mhm. Dann Bierschem 25-55-4 gegen Painting. Also da das schon das ist ein Hausmarke. Ein Debakel. Das ist ein Debakel für die Paintinger. Also ich ging so und du hast auch... Moral ein bisschen. Ich meine, wenn ihr guckt, die Paintinger und am Championat ein drittes Spiel da, ein ganz wichtiges Match, wo die Schöfflinger bei sie kommen, dann die Tatoten umso mehr weh. An der Kerschenk 26-4 gegen den Chef Dickrich auch das erwartete Resultat. Aber als Dayverding 24-4 gegen die Escher. Also ein echtes Spiel da, den vierten am Block, eigentlich das, was wir vier drüber gesucht haben, bestätigt. Ja, absolut. Mehr wie gesagt, ein Diedlinger Kipp, die sich wesentlich mehr schwer geht, wie in der Stadt, hat können erwarten. Und ja, das ist ein bisschen high. Muss man mal gucken, bei Diedlinger hat man vielleicht als Kollege den Ernie Hoffmann, den wir ja den, als Nächster auch bei Handball TV, der Co-Trainer zu Diedlinger. Vielleicht gehen wir von ihm etwas gewohnt, wenn wir dann vielleicht im nächsten Match, nächste Woche, können suchen. Remenka, der schwere Wege, sich der Remenka, den Tom Kreier. Dann ja. geht er nicht ran. Ja. Und Tom Kreier, ja, das ist natürlich nicht einfach. Wenn es so und so viel Ball gegen den direkten Gegner, den Goalkeeper, nicht rankommt, dann muss der Remenka gehen, dann muss Remenka gehen. Dann, ja, dann hast du irgendwann noch ein paar Morale so an den Strümpf. Dass du schon ein bisschen der Schuss erhöhst, wenn es an der Luft war. Und da das nie ein guter Rot. So, die Jan Hoffmann, den wir hier abspringen. Ja, Luca Tomassini, den ein bisschen der Weh weist, wie es hat sollen sein. Mit das aber den Inschen momentan im Terrain, den die Kirchbarspruch wollte ich mal werden. Absolut, den weist, wie es hat. Und so schmissen sind über 60 Minuten. Das haben die anderen, die führen ihm. Und wir waren nicht rüberbrücht, der Zeitspieler so gewesen, der muss etwas machen, möchte etwas, sondern geht eben auch das momentan sind die Minuten einfach von den Fehlwürfen. Ja. Keine von den zwei Equipen spielt ganz konsequent und gut am Angriff. Der 6 Minuten ohne Goal, können sie sich glücklicherweise leisten, weil sie ganz gut den Goalkeeper dran haben, den, wenn der Ball nicht raushält, aber so durchsteht, dass der Gegenspieler den Ball nicht rasch ist. Normalerweise also an einem Match wie der Toten darfst du aber keine 7 Minuten sind, in der Taschenzeit darfst du keine 7 Minuten Pause am Goal chasen einfach erleben. Ne? Max Kohl, der Lorem Doas. Vasilakis, voilà, ja. Und der Doas eben genau da, ein Feind, dann denke ich ja. Ein Obtuppen nach. Obtuppen an ob der Goal gehen. So, wir sind ja nicht mehr nach 3 Goals, dann muss man. An einen Konterattack. Voilà, Sascha Pulli, den so kriegt, an den rasetzt, zum 22-24, Loas Feierheit dran, also Loas Taldo muss konzentriert bleiben, muss weiterspielen, und das machen die Dayverdinger momentan nicht, sie haben dann Bremsen bis nachgelöst, du am Angriff, nicht mehr so konsequent, wie sie 25 Minuten lang gespielt haben, wie sie gesagt haben, Loas Minuten schon ein Goal. Dann musste der Schalter im gelöst kriegen. Gott sei Dank, dass sie die Jokanovic da dran hatten, sonst wären sie vielleicht schon den einen oder anderen anderen. Oder Manns wäre erst bei, ja, erst würde nur ein bisschen auf Manns die Körpersport, das wisst ihr zu, ist der Luca Tomassini, hat es ein bisschen herabgerutscht, dann müssen sie gucken, Zeitspieler Remenko gewesen, dann gehen sie auch den schweren Weg, du siehst den anderen, das hält ihn raus. Zum Daniel Scheidt, den Daniel Scheidt, den da nicht viel verworfen wird, der war ja nicht verworfen, den dort, der war... Oh, und dann der Jelinic, den auf der anderen Seite auch, also... Komplett überhasst der Tod. Ich verstehe, dass der, wenn der am Schwung, komm ja am Schwung. Komm am Schwung, dass der da wird der Woche das, richtig geholt. Nee, wir setzen einfach einen Meter über den Goal. Wenn der Woche fällt, dann muss dann noch Manns auf den Goal gehen. Ne? So, Lohat hat ein bisschen am Feier gespielt. Gucken wir, ob sie die Situation rennen können. Ich spiele nachher mal am Feiern. Das erinnert mich schon die undisziplinierte Red Bulls-Equipe vom letzten Jahr. Ich kann mir das nicht erklären. Da waren noch viele so Spitzenmatcher, wo sie 50 Minuten 4 waren, dabei waren. Und da sind sie mir mal so angebracht. Hau drin, 7 Goal nach 4. Hallo, 4 Minuten für Schluss nach 2 Goal. Ich muss so nach außen stehen und keine Erklärung dafür, weil die Equipe, das sind alles gestandene Spieler an der Brieschen Saison. Das ist war ja ein bisschen das, was am Playoff dazu gefeuert hat, dass Peiting dort den Punkt kriegt. Jetzt so, Schrittfehler gepackt vom Tom Kreier. Ja, da der Ball immer wäre schreit. Das ist Western, der Moment. Feier Minute für den Schluss. Du warst 2 Goal auf 4. Du gehst den Ball so wäre schreit.
Voilà. Und der Bachko schießt 23-24. So, du hast definitiv Stimmung dran. Ah, schau dir dann nach 2 Minuten. Hier den Jan Hoffmann. So, du hast aber definitiv frei. Der Mensch rümmt ein bisschen ab. Also ganz ab, ganz ab. Und plus die von den Rennen. So, du könnt ihn alle sehen. Dann hättest du 20 Minuten warm gemacht. Du müsstest ja aber definitiv ganz heiß sein. Mal gucken, weil der Mann da scheit hat schon Brett gemacht, hier ranzukommen. Ja. Ich meine, aus Erfahrung wissen wir, wenn die Jungs sich Brett mischen, dann bist du eigentlich sicher, dass du den Match du nicht mehr hier gehst. Absolut, ja? Das ist auch ein Zeichen und ja, eine Kipp, dass der. So, was wird nur gemacht? Wir bringen sie Seekern Agnese ran, der Tischen Daniel Schalt kriegt nur einen Pause. Wow. Wie gesagt, das war nicht um Daniel gut gehangen, hat den nicht Schuss, den er nicht rackriegt hat, den kann nur mal einen Ball nicht rackriegen. So, Jérémy Roussel sieht zu seiner Equipe, beruhigt der Staffel, du war nur im Ball, der Ball an die Fiske hat gehen. Also, das effektiv, wie du siehst, komplett nicht zu verstehen, was du da bis B mal an den Kopf der Spieler 4 geht. So. Wir gucken mal die Escher, die Hunde, das los. Also, wie wenn es ein ganz enger Escher Defense bin, wo du stehst. Die kommen raus, sie sind in der Bewegung, probieren den Ball aufzupacken. Da mach ich. Also, das ist fein statt, wo man nur 55 Minuten müsste werden oder 50 Minuten müsste werden, ja. Dass die das machen. Und der geht nur Luca Tomassini hat und der geht nicht ran. Ui. Ja, das war auch kein Fehler. Nein, Fehler war nicht. Der Luca Tomassini. Nicht einen Schritt gemacht, nicht so, du musst es gehen, da musst du aufbrechen, da gibt der Ball einen Kerl raus, du baust einen Kerl nicht aufbrechen, dann dünn, so, du könnt den Erik Mann der Scheide ran. Aber könnt man dann vor, also, da muss ich zwar so einen anderen Respekt für den Trainer, ich meine, ich hätte das nicht für ein Match gedacht, dass den Erik Manderscheid kriegst bringen. Mhm. 2 Minuten für den Schluss und du bist also nicht egal für. Da geht der Scheiße. Ui, da geht nicht dran. Aber egal, der Courage vom Trainer, all Respekt, ja. das manchmal erwerben. Aber das ist ein Mitspieler, also die weiß auch, wie es geht. Den, so, da geht den. Und der geht ran! Und Trier, Kirsten Renner, das ist ein unmöglicher Denker. 20, ui, nur die Dave-Verdinger, 7 Goal auf 4 waren an diesem Match. Wir schreiben die Erde 50. Minute, das heißt. 11 Minuten, der Moment ohne Goal. Also bei den Red Bulls ist definitiv der Wurmelo dran an den Moritz Bachko. Den weiß dem Publikum, wir brauchen noch eine Unterstützung. Ja, das war 4 und wie gesagt, 11 Minuten, Stunde 24 Uhr. Das heißt, dass es 6-0 aufgehen für die Ascher in den letzten 11 Minuten. Denn Jérémy Roussel, der versteht Weltheim nicht mehr, bis der Match so ganz am Griff und dann der Moment gesagt hat, dass man ob man es zum Deal gibt, aus der Hand gehen. An den Tormeister Tom geht auch noch an den Himmel. Also das ist nicht mehr normal. Also die Fehlwürfe. So, das machen die Ascher leider. Also von die Asche, du als Gewinner vom Terrain gehen, also dann also da war. Da kannst du so und dann hat irgendjemand irgendwo ein Kerz gesagt. Also du hast viel Gebiet gehen heute an der Halle. Hallo, hast Publikum hast du? Du. Der Publikum hast du. Hat doch echt da mal gerascht, aber an dem entschiedenen Moment sind sie du. Sie sind du, ja. So, etwas mehr wie 1 Minute spielen, was kommt nach? Eine Zeit. Also ein Timeout geht es auf alle Fall nicht mehr. Das ist klar, die Hund-Trainerin durch. Was kann er da noch als technischen oder als taktischen Der Ball ist weggeheit. Damir Resic geht noch vier. An der Vasilakis. An der Favor. Hört der Ball. Trippelt sich. Vasilakis. Mir geht der Ball noch vier. An der Bachko schießt ihn ran. Vasilakis hört sich blasiert auf die Situation. Das alles ganz schnuppelo. 25-24, so, loget mal von Seite von mir bitte beruhigt. Wir müssen mehr als auch beruhigen, weil der tut den. Login bei den Offiziellen hier um dich. Ja, dass den Alain Seekern hat aus Roserei ein bisschen hier an den Stuhl gerannt und du hast den Herz mit auf den Terrain geführt. Nicht Willis, nicht so ein Meh. 24 Uhr ist Marin Knees an der 47. Minute. Da schreiben wir die Linger 50, dann 12 Minuten. Kein Goal, also das effektiv ist es nicht zu verstehen. So, du verstehst schon nicht so ganz, wie weit denn Jan Hoffmann auf dem Terrain geht. Ah, das ist. Nein. Ja, muss er mehr ran. Der Jan Hoffmann war auf dem Terrain gegangen, weil er gedacht hat, bei ihm zu finden oder was auch immer. Das kann ich nicht sehen, weil das so keine 2 Minuten Strafe. Nein. Ich versuche nicht gerade, was er diskutiert hat. Und da muss Larry können rangehen. Ja, voilà. Also, der Jan Hoffmann wechselt mal Marin Knees und da geht dann Alain Seekern ran. So, 46 Sekunden sind geht zu spielen. Ganz normal 4 Runden, voilà, 6 gegen 6. Und der 6. Mal ist ran. 25 gleich. Natürlich müssen die Dave-Verdinger durchstehen. Vielleicht, die Ascher
muss gucken, den Ball do nicht zu verlieren. Und dann in den letzten 5 Sekunden eine Chance zu gewinnen. Chance zu wenn den rangeht, haben sie das Match gewonnen. Aber nicht rangeht, dann bist du Hellseher, weil du es für Remis getippt. Das war aber just, weil dir ja schon den 2 für eng seid und schädet und nicht gedacht. Da kommen halt nur die Mittel, so dass aber nur nicht aus Fachwissen So, die letzte Sekunden. Max Pohl, Alexandros Vasilakis. Lo muss auf Bande rausgespielt gehen. Stürmer, nee. Nein, mal sehen. Er hat keinen auf Bande rausgespielt gehen. Das ist nicht geschehen. Dann lo, Vasilakis hält den in den Schuss. Nee, sie bekämpfen ihn natürlich die 2. So, der Freiburg muss direkt geschossen gehen. An der letzten Sekunde. Muss direkt geschossen gehen. Und das kann ja dann aus sich nehmen, der Vasilakis oder der Jelinic sind, den dort der Scheiße geht. Den Jelinic hast du da draußen, ne? Den hast du bei der Künstler nach... Ah, nee, die Zeit hat so gehalten. Zeit hat so aufgelaufen. Da muss eh von denen schießen, den um Terra steht. Den um Terra aus. Stelle mal, weil Bank von der Red Bull steht natürlich auch, das alles zu verstehen. Ja, effektiv. Die Spieler gehen dann aufruhen. Also, ich kriege effektiv gesagt, dass kein Pass mehr zu spielen oder. Nee, Zeit war nicht gehalten. Das ist das Wurf. Das ist ein einfacher Wurf. Das weiß den Abitur auch nicht. Ja. Also, das. Nee, sie wollte nur eine Mauer zu Pueblo hinstellen, um dann zu gucken, dass ihn ein bisschen überraschend gibt. Scheißen. Mit dazu können nämlich den Alexandros Vasilakis heute den letzten Schuss an der Hand gegen einen riesen Block, gegen einen riesen Goalkeeper. Also für den heranzusetzen, das wäre auch ein kleines Wunder. Nee, geht doch an der Block 25, ein Gleichspiel. Ja. Aufgrund von den letzten 12 Minuten gebe ich dazu tendieren zu sagen, dass der Tod ein gerechten Remis an dem Tod fallen hat. Aber andererseits gelöst. Muss ich so, und ich bin gespannt, wenn der Ben Seymert alles unter Mikro kriegt, weil ich ging doch schon gerne wissen von den Dave-Dinger, wie sie sich das da erklären. Ich meine, du hast 7 Goal auf 4, scheiß, dann 13 Minuten, kein Goal mehr. Also das kann ich nicht verstehen, ich kann das nicht nachvollziehen, nicht bei dem Potenzial, was da am Terra steht. Also ich meine noch, dass der Nancy Kubicki den gesagt hat, wie wenn er selber die 60 Minuten durchgespielt hat, dann ja, ich gesehen, dass der Christian Bock beim Ben Simon saß, dann lauschen wir mal, was der Escher Kapitän vielleicht zu der Leistung da zu tun hat, zu den letzten 13 Minuten, die da waren, und zu dem 25-25, zu dem es am Schluss dann kommt, Ben Simon, den Mann Christian Bock da zusammen steht. Ja, ich meine, den Christian Bock kann dort noch immer nicht geleben, was hier geschieht das. Auf alle Fall wird hier in dem Ben Simon so sagen, was Sache war, was da an den letzten an den letzten Minuten gelaufen. Also ob Red Bull seid, lassen sie den Kabel ein bisschen hängen. Ob Escher seid, sie sind natürlich zufrieden. Denn Ben Zaymetz, den der Christian Bock um Mikro hat. Bei mir hallo Mikro, der Christian Bock vom Appalach. Christian, der sieht gut rum, kommt der heute lang wie Verlierer aus, wie mir heute der Moral bewiesen. Ja, effektiv, das war wichtig auch für den nächsten Match. Weil, wie schon sehe, es tut lange nicht gut für SS gesehen. Wir waren direkt an der Halbzeit. Meine ich 5 Goler haben. Wir sind am Anfang gut an dem Match gestartet. Waren 3-4 Goler, oder 3 Goler, meine ich, Mann, sind auch 4. Und dann haben wir den Futter verloren. Da sind sie 4 gekommen. Und da hat man wirklich eine schwere erste Halbzeit. Zweite Halbzeit doch nicht gut gestartet. Und da, Gott sei Dank, eben zum Schluss, als Necker rumgekämpft, heiß verteidigt. Und am Anfang hat gemacht, was wir am Anfang können, das schnell und viel spielen. Und ich meine, wir hätten am Anfang den Match müssen schließlich gewonnen, wenn wir es frei gut geschossen oder geschossen hätten. Darum hapert es ein bisschen. Aber das am Anfang von der Saison, da muss klar, ganz klar noch geschafft gehen. Aber ja, das ist ein Gleichspiel, meine ich, wo gerecht das. Ja, wie sie so ist, der hat genug gefangen. Unerklärlich, spielen wir den Abbruch. Dann hat aber durch die Verteidigung da rumkommen und die hat das Spiel am Anfang durchgezogen. Ja, voilà, das, wie ich gesagt habe, wir haben alles müssen noch vier gehalten, also das ist nicht ein Spiel. Ich meine, wir waren eine Viertelstunde für den Schluss, wenn wir von den 6 Goal an und dann mussten wir einfach abmachen. Und Gott sei Dank haben wir dann fertig gespielt, für DVD ein bisschen nach Schwierigkeiten zu bringen. Weil, boah, muss ich nicht sagen, DVD hat eine extrem starke Equipe.
so große Spieler, lauter Leute, die von weit schießen können. Und plus, ihr Band für Namen der Scheid am Anfang war extrem effektiv. Das ist schon probiert, so mit so zu machen, da gehen sie die Bälle auf Banden. Und dann schießen ihr Band alle gut Bälle ran. Dann ist es natürlich extrem schwer. Und natürlich muss ich sagen, ihr Goalkeeper war halt auch. Ihr Goalkeeper halt war auch exzellent, hat immens viel Bälle gehalten. Und wie schon gesagt, ich meine, das ist ein Match, auf den ich kann aufbauen, aber wo sicherlich noch zu verbessern ist. Merci, Christian. Ja, also da hat Christian Bock den Match eigentlich ganz gut analysiert gehabt. Wie der sichere Gewinner ausgesehen hat, hat der Match einfach erst wie nachher weggehalten. Ja, der Match dauert 10 Minuten. Effektiv fand ich, wir waren 50 Minuten besser. Aber die letzten 10 Minuten, alle 4 Stunden, wo wir als Goldschuss, also als Goldchance nicht verwehrt. Anfang auch unerklärlich. Die hat, wie Sie sehen, 50 Minuten guten Handball gespielt, wirklich gut diszipliniert. Und die letzten 10 Minuten einfach Ball, einfach wirklich einfach dem Gegner geschenkt. Ja, wir waren am Anfang, wenn man auf Täuschung zusammen, eh für den anderen, weil in der letzten 4 Stunden mit dem Fall war, da waren wir ein bisschen zu viel individuell, zu viel Löcher, zu viel, wie gesagt, Occasionen gelöst. Am Angriff zu viel verschossen. Du hast Pech, weil ich meine, geht direkt höher für Schweden. Ja, ich meine, wir haben die drei sauren Matcher direkt am Anfang. Ich meine, das ist gut. Du bist direkt an der kalten Wasser gehalten und du sagst mal, wo du drüber bist. So wie heute zum Beispiel. Ich finde es merci allen Zeichen. Ja, ich meine, mehr brauche ich nicht zu sagen. Ich habe noch ein bisschen nachgelesen, was Jérémy Roussel, den Kollegen von der geschriebenen Presse, erzählt hat. Hier sagt, wir sind einfach nicht an den 13 letzten Minuten mit der mehr offensiven Verteidigung von den Escher inskin. Erklärt das alles? Nein, ich habe gefühlt, dass ich nicht gerne par rapport zu der letzten Saison. Sie sind die letzten 10 Minuten remar gebracht, zu viel Fehlwürfe, zu viel undiszipliniert, obwohl sie den Menschen am Griff hatten. Und du musst den Trainer ein bisschen unter Disziplin einfach schaffen, weil die Jungen sind Trupp. Ich meine, sie haben 45 Minuten einen ganz guten Handball geschrieben mit der ganz variablen Verteidigung. 47 Minuten. Ja, 47 Minuten. Und also, du hast abgehalten. Und du hast abgehalten. Das muss den Trainer nur an den Griff. Auf der anderen Seite natürlich moralische Gewinner. Für mich ist den HBS, du hast verloren. Und da kannst du so zurück, dass du hast die Remis hast für einen Victoire. Und da kommen nur noch 2 einfach Gegner. Und da stehst du der Tabelle spitzt, eventuell dem noch wie die anderen Matches ausgehen. Und ich meine, wenn wir das nächste Spiel da auch gucken, ich meine, heuer Remis stehen 2 Kippen. Boah, Bierchen, wie man gesagt hat, mit Petting lieber ran, 25, 55, Stiedling, Hutzig, da schlussendlich durchgesagt, gegen Schöffling mit 25 auf 22, wie knapp wie man erwartet. Und dann hat Kersching gegen den Chef von Dickrich 36 auf 20. Boah, die gewinnten Kippe sind 4, Remis stehen halt 2, die geht ganz an 3 an. Wir gehen einfach, das sind 2 Favoriten. Du kannst doch mit einem Remis rechnen, sie sind nur bei ihnen. Und du hast Momentum, den entschieden. Das kann ein Kerl sein, das kann ein Kerl sein. Geht auf der anderen Seite mehr ran, auf der anderen Seite mehr ran, hast du das Match gewonnen. Jérémy Roussel so gut zum Schluss, wir hätten den Match noch können verlieren. Das ist natürlich für die gegnerische Seite, für die Escher, an den letzten 13 Minuten ja, ein kleines Wunder gewesen, was sie hier rumgerutscht haben. Sie sind über hier effektiv mit aggressiver Verteidigung zum Schluss dieser Remande Match rausgekommen. Und da muss ich ganz persönlich sagen, hat mir der Luca Tomassini ganz gut gefallen. Der Luca Tomassini, das war der Mann von der letzten 4 Stunden. Der Feuerrabrutscht. Der Feuerrabrutscht, der kommt auf dem Terrain, der wollte, den hat die Equipe da weggeschrisselt. Und dann ein zweiter wichtiger Faktor, bei ihnen das ganze Schau der Jelinic, die von der Bank dann die Kip immer motiviert oder nicht mehr im Gewissen, dass du sagst, Kip-Spruch, komm, er geht nicht ab. Der Match ist nicht verloren, wenn es wirklich carrément noch ausgesehen hat. Also ich habe doch nicht damit gerechnet, dass wir einen Remis geben erleben. Absolut, damit werden wir zu rechnen, außer natürlich die ganz großen Experten, die für ein Match gesucht haben, die ein Remis gehen, dem muss ich in Kopf schneller klappen. Aber für den Rest muss ich sagen, dass es ein spannender Auftakt war für an die Championate ran. Wir haben 25-25 hier erlebt, nur dem es lange nicht ausgesehen hat. Erst mit einem glücklichen Punkt gewinnen zum Schluss. Die für den Karregrien haben da etwas weggeheizt. Zu hin. Nächste Weekend, wo sind wir da, Sascha? Ich weiß noch nicht auswendig, wo wir das nächste Weekend sind. Kann denn ein Red Bull Stiedling oder Bierchen Kersching sein? Ich meine, das ist Bierchen Kersching, wo wir nächste Weekend sind. Wir sind da nicht dabei, dafür voilà. Andere, die Match werden kommentieren. Ja, da geht es doch um ein ganz spannender Fisch, Bierchen Kersching, den Titelkampf von der letzten Saison. Du hast doch noch ganz schwer zu suchen, wen du der Favorit hast. Am Supercup hat Bierchen Mobigol nur 4. Bierchen, die
einen Abbaugegner hatten, da kann ich so sagen, die Peting Iveranto, Kerzing, die dickere Iveranto, Kerzing, die vielleicht Moral von der Europacup mit der River hält, muss ich natürlich auch gucken, nur an den ersten Match, ob die Europacup noch nicht zu einer Belastung geht. Das sind zwei Matcher bei einem höheren Niveau mehr. Eine Equipe spielt noch in der Europacup, Diedling gegen die georgische Equipe, an Bierschem, mich spät an der Saison gegen den Gewinner zwischen Krieger und einer israelischen Equipe. Das kann noch dann ein Faktor spielen, weil das ein ganz anderer Rhythmus, das hat den ganz klar letzte Woche gesehen. Du musst Matcher noch holen aus dem Championat, das heißt, du hast eine doppelte Belastung, du spielst mehr englische Wochen. Natürlich gibt es auch Verletzungsgefahr dann noch an Blut. Da muss ich natürlich alles gucken, wie sich das dann noch einfach entwickelt. Aber ich meine, wir können nur heute schon sagen, dass vier Equipen ganz sicher fünf über Match spielen. Für die sechs Plätze, das gibt dann wirklich einen Kampf zwischen Schöffling, Dickrich und Peiting. Und da muss man einfach gucken, wie sich dann du an den Matcher dann durchsetzt. Und da wird man ja auch einen Stream haben vom Match Peiting in Schöffling um dritte Spieltag mit Ernie Hoffmann. Das ist auch ein ganz interessante Affiche, aber in welche Richtung wird das Saison wird gehen. Voilà, ich meine, das wird Schlusswort gewesen von heute, von Seiten von Ben Salmetz, der für die Interview in einem anderen, respektive die Expertise für ein Match mit Responsable war von Sascha André. Auf eine Menge Wenigkeit einen ganz schönen Rest vom Oven. 25-25 geht den nächsten spannenden Match von der Saison, den wir überdrohen, hund dürfen aus. Und das war es von euch. Und wie gesagt, nächste Woche geht es hier und ob Handball TV, ob Apart TV. Merci vielmals, dass ihr noch geguckt habt. Dreht ihr auch von eurem eigenen Haus? Aber ihr fehlt so ziemlich alles?
Allianz des Artisans, Hausbau von A bis Z. Auch noch im Hausbau sind wir für Sturm und SOS Technik 24/7 für Groß- und Kleinabstand. Allianz des Artisans, am Handwerk sind wir dahin. Spielen, Matzhelfen. Wenn ihr ein Haus wollt verkaufen, braucht ihr eine Agence, die euch hilft. Professionell bereit, an der ihr bien en valeur setzt. Und noch als Käufer habt ihr den Anspruch, nicht ungeschmiert zu gehen. Verlasst euch nicht auf den Zufall, wie an dieser Geschichte. Wir entschieden euch für den richtigen Partner, ihre zu spät ist. Abi Toussaint, eure Vertrauenspartner.